Ich stelle mal die Leute kurz vor, für die, die sie nicht kennen. Hier sitzt die Frau Stephanie Cox von der Liste Netz. Sie ist Nationalrätin und sie ist Digitalisierungssprecherin der Liste Netz jetzt im Nationalrat und hat Kultur- und Sozialanthropologie studiert, habe ich gelesen. Neben ihr sitzt der Herr Klaus Handler. Er ist Wiener Gemeinderat und Landtagsabgeordneter der FPÖ und er ist Unternehmer im Digitalbereich und bei der freiheitlichen Wirtschaft aktiv. Genau. Dann sitzt in der Mitte der Herr Werner Kogler, er ist Spitzenkandidat der Grünen für die EU-Wahl. Er war, als er noch im Nationalrat war, Bereichssprecher Europa, das heißt, er hat wirklich einen starken Europabezug und er ist studierter Volkswirt. Zu seiner Linken sitzt der Herr Professor Stefan Schellnach, er ist Mitglied des Bundesrates und in dieser Funktion Bereichssprecher für die EU im Bundesrat, für die SPÖ. Und ganz rechts, links, links, außen. Mit einer Richtung zu tun, also ganz links außen sitzt der Herr Niki Scherak, er ist ebenfalls Abgeordneter zum Nationalrat von den Neos und er ist Bereichssprecher Datenschutz im Nationalrat und hat Rechtswissenschaften studiert. Wie das ablaufen wird, wir haben uns verschiedene Themen gesucht, die sich anlehnen an den Themen der Digital Society und werden jeweils eine Runde machen pro Thema. Das Publikum würde ich bitten, gleich, wenn es Fragen zu diesem Thema gibt, gleich zu fragen, weil am Schluss weiß man dann nicht mehr, wenn man ganz am Anfang Infrastruktur gehabt hat, was der Wer gesagt hat. Ich würde Sie bitten, sich kurz zu halten. Und wenn es geht, wirklich differenzierte Standpunkte darzulegen. Also es soll keine Co-Referatsveranstaltung werden, sondern wir wäre es Gruppenveranstaltung. Uns wäre es wirklich wichtig, wenn wir sozusagen, wenn es die Unterschiede rauszuarbeiten. Ja? Die erste Frage ist zur digitalen Infrastruktur. Das ist ja sozusagen das Backbone für alle digitalen Bereiche. Und da ist Österreich im europäischen Ranking Schlusslicht, ja, wenn es um den Ausbau von Glasfaser geht. Also wie sehen Sie diese Entwicklung? Welche konkreten Maßnahmen haben Sie irgendwie in Ihrem Pouvoir, die man setzen könnte, um das verbessern zu können? Und reichen die derzeitigen Aktivitäten im Bereich 5G aus, um den Anschluss nicht zu verpassen? Ich würde Sie bitten zu beginnen, Frau Cox, und wir machen einfach einmal eine Reihe um. Und jede legt sozusagen die Positionen der Partei dar. Ich bin ja Digitalisierungssprecherin bei uns und das Spannende war, wie ich ins Parlament gekommen bin, war diese große Diskussion, wir wollen 5G-Spitzenreiter werden, wir wollen Nummer 1 werden und dann hat sich aber herausgestellt, dass wir noch nicht mal eine Strategie haben und schon anfangen, uns über die Frequenzen zu diskutieren und wie die vergeben werden sollen, was vergeben werden soll. Das heißt, was mir hier ein Anliegen war von Anfang an ist Transparenz. Wie weit sind wir? Was gibt es für eine Strategie? Wenn wir jetzt bei 5G zum Beispiel uns anschauen, wir sind jetzt schon so weit, dass die Frequenzen in der ersten, es gibt eine zweite Welle dann noch der Frequenzenvergabe, die ersten vergeben sind. Wer sind die Anbieter für Hardware? Da gibt es ja die große Diskussion um Huawei und andere Anbieter. Ich glaube, da brauchen wir Transparenz. Wer bietet an? Was gibt es für Sicherheitsrahmenbedingungen? Weil, wie Sie vielleicht wissen, bei 5G, bei Internet of Things, da viele Daten wandern hin und her, da braucht es die höchste Sicherheitsmaxime dafür. Das heißt, dafür stehen wir auf jeden Fall, dass auch bei 5G hier einerseits natürlich es einen Ausbau gibt. Ich komme aus der Startup-Szene. Ich weiß, es gibt viele Innovationen, die 5G benötigen. Dann brauchen wir aber 5G im ländlichen Raum. Das heißt, nicht nur in den Ballungsräumen, das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist es halt ein bisschen happig im Moment, weil die Frequenzen sehr günstig auch vergeben wurden und darauf vertraut wird, dass die großen Telcos im Moment hier in
den ländlichen Raum alleine investieren. Und ich glaube, da muss man ein bisschen nachhelfen bei den Telcos, dass man sagt, okay, in den ländlichen Raum zu gehen. Und letzteres, was man nicht vergessen darf, obwohl ich sehr pro 5G bin und ich glaube, dass wir dann Zahn zulegen müssen und uns trotzdem auf die Gesundheit schauen. Es gibt noch viel zu wenig Daten, viel zu wenig Einsicht, was macht das eigentlich auch mit den Menschen. Und diese 5G, weil da gibt es viel mehr Säulen, viel mehr Infrastruktur, die da dann herumstehen auch wird, da müssen wir auch ein Auge drauf werfen. Aber wir müssen auf jeden Fall uns anzulegen. Okay. Herr Handler, Sicherheit, ja. Gesundheit, Transparenz habe ich mal aufgeschrieben. Komme gleich dazu. Ich möchte noch kurz zum Glasfaserausbau zurückgehen und generell einmal kurz noch zur Ergänzung zu erklären. Ich habe Fernwendebaumonteur gelernt und damals habe ich noch wirklich gelernt, zwei Leitungen über Relais direkt zum anderen und habe praktisch die ganze Entwicklung, ich weiß gar nicht, ob alle überhaupt wissen, was ein Fernwendebaumonteur ist, weil das gibt es ja so nicht mehr, aber ich habe praktisch alle Entwicklungen da mitgemacht, weil ich war bei der Mobilcom, bei der Telering, bei der Hutchison, überall im technischen Bereich und da hat sie sehr viel getan und ist auch mein Job, so wie er jetzt ist, ohne die digitale Transformation, wie man so schön sagt, gäbe es das alles nicht und viele tausende Jobs, was der eine Vorteil ist und natürlich auf der anderen Seite auch einen Nachteil bringt. Wie man das angeschaut hat mit dem Glasfaserausbau Schlusslicht, haben wir doch gebucht, das ist ein bisschen deprimierend, weil ich auch in dem Bereich bin und ich verkaufe auch über Partner so Leitungen, aber es stimmt, Glasfasern kommen nur zu den Firmen zu sehr hohen Preisen und so weiter, was für den Privaten noch nicht so viel ist, aber ich kann sich schon ein bisschen beruhigen, wenn man sich den Europäischen Rechnungshofbericht anschaut, der ist vom Dezember 2018, also die Versorgung mit 30 Mbit, was jetzt sage ich mal für die Haushalte völlig ausreichend bin, ich bin selbst in der Branche, könnte bis 100 Mbit Glasfaser bis in die Wohnung haben, habe aber nur 10, weil der Mehrpreis nicht zieht, weil man damit jetzt momentan noch rauskommt. Kann sich aber natürlich schnell ändern, daher ist es wichtig, dass man was macht, aber bis 30 Mbit haben wir 90%ige Ausbaustufe und sind am Platz 9, also ganz so schlecht sind wir nicht, wobei man darf sich da auf keinen Fall ausrichten, Platz 9 ist immer noch der Platz 9 und nicht der Platz 1. Man muss aber dazu sagen, dass Technologien, wenn wir sehr früh anfangen und investieren, dass es eine gewisse Zeit hat. Ein Land, was komplett neu aufbaut, baut mit der neuesten Technologie auf und überholt uns da kurzfristig, weil es immer ein bisschen ein Wechsel ist, das Ganze. Nichtsdestotrotz darf man sich nicht aushauen, Glasfaseraufbau ist wichtig, nicht direkt bis zu die Wohnung, aber bis zu die Häuser auf jeden Fall und dann kann man das ohne Probleme über Switches direkt weiter verteilen. 5G, die Frage auch war, das wird nicht reichen, sage ich auch gleich. Man braucht parallele Infrastrukturen, weil man sieht ja bei 5G, es sind ja sehr viel an einem Sender, sehr viel und je mehr, desto dann schrumpft die Leistung, weil ja die Sender auch noch nicht alle mit Gigabit angebunden sind. Also da ist der Ausbau mal zuerst zu forcieren, dass es dann auch wirklich möglich ist technisch. Und trotzdem aber wirklich bis in die Haushalte, weil jeder kennt Handy gut und schön, aber stabil ist immer noch ein anderes Netz. Und das kommt jetzt auch immer auf den Anwendungsbereich davon, weil so Videostreaming und sonst was live hat ganz andere Latenzzeiten. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu technisch, da wo die Bandbreite vielleicht gar nicht so wichtig ist, aber die Latenzzeiten wichtiger sind, was aber bei Netflix-Streamen völlig wurscht ist, weil es eher ein bisschen vorladen und dann rennt das ruckelfrei. Also man darf sich nicht auswählen und ich kann Ihnen schon versichern, dass das im Ministerium, aber glaube ich vorher so, sicher einer der höchsten Prioritäten hat mit 5G Digitalisierung, weil es auch für unsere Wirtschaft, für unser Berufsleben einfach immer wichtiger wird. Ich sage nur Beispiel Homeoffice und so weiter. Also Sicherheit, Gesundheit als Probleme, Transparenz sehen Sie jetzt nicht. Transparenz ist ein wichtiger Beispiel. Gesundheit kann ja nur aus der Erfahrung berichten. Ich kenne weder ich bin kein Doktor, kein Arzt, habe keine Studien wirklich, was da jetzt vertrauenswürdig sind, weil man muss immer schauen, wo die herkommen. Und ich kenne das Ganze. Ich habe angefangen zum Arbeiten, ist gerade GSM gekommen und dann gesagt, den jetzt, das war ja noch ein bisschen analog, GSM ist getaktet, die Krebsraten ersteigen. Dann ist echt, ich kenne diese Diskussion von jedes Mal. Bis jetzt, sage ich mal, ist, glaube ich, nachweislich nicht so viel passiert. Heißt aber nicht, dass bei 5G ist wieder andere Technologie, da kann das ganz anders sein. Okay. Aber ich muss sagen, da habe ich noch keine Erfahrungen, beziehungsweise kenne nur Verschwörungstheorien seiten was da, aber da komme ich dann bei der Bildung dazu, ja, das Thema. Genau. Herr Kogler. Ja, was wurde noch nicht gesagt, das ist die Anforderung. Ich glaube auch nicht, dass überall einstimmen, aber ein Erfahrungswert, was diesen Glasfaserausbau betrifft und da die Breitbandfrage. Also,
nicht als Europasprecherin der MVÖ, da geht es eher um Österreich, denke ich, und da im Vergleich zu anderen, also ich hätte jetzt gar nicht die Statistik gekannt, dass wir Schlusslicht sind, kann das weder bestätigen noch sonst was, benannt sich auch ein Mann des Rechnungshofs sonst bekanntermaßen, aber was, ich will so einen anderen Erfahrungsschatz berichten, und das ist erst wenige Jahre her, weil das Thema, das ist ja schon lange auf der Liste, auch, die, auch der Vorgängerregierung, ja? Also ich bin nur ganz immer bewusst, das freut die SPÖ zwar nicht immer bei manchen Themen, aber schon zu erkennen, was war bis dorthin und was ist ab jetzt. Es kann nicht am alten Türkis-Blau schuld sein, oder ist da jetzt eh nicht, gibt es ja nicht viel Schuld zuzuweisen, aber die Erfahrung zeigt, und da ist aus Trier kommen mit drin, es wurden immer Milliarden ausgerufen, Breitbandmilliarde. Ich glaube, wir haben bei jeder, nicht nur bei jeder Regierungsbildung, sondern bei jedem Budgetjahr ist eine Breitbandmilliarde ausgerufen worden. Die hätte es sogar teilweise zumindest liquid abrufbar gegeben, ist aber oft gar nicht dazu gekommen. Und da kommen wir eben zu diesem von mir behaupteten Austriakum. Die Förderansätze sind zum Teil so botschert gewesen, das musst du auch mal zusammenbringen als Republik oder als Bundesland, und da sind wir genau beim Punkt. Dieser Breitbandausbau ist nicht Opfer von zu wenig Geld geworden, sondern von unserem Föderalismusfolklore. Weil dieses offensichtlich, genauer habe ich dann einen hingeschaut, mir ist das aus anderen Zusammenhängen so vertraut, so bin ich auch darauf gestoßen. Man gehe immer zu diesen Bürgermeisterkonferenzen, nicht zu jeder, aber zu denen der Steiermark, immer mein Wahlkreis, ja, man soll ja die Haftung nicht verlieren, bekanntermaßen. Und dann sagen wir die da, sie sind da in Volzberg-Köflach, also ich kann das ja auch nennen, glaube ich, das ist ja nichts Böswertiges grundsätzlich, die sind sogar als Herzeigegebiet auserkoren worden und die wollten selber auch. Und dann berichten wir die Bürgermeister genau aus der Region, das ist alles eine einzige Enttäuschung, es geht nichts weiter, weil sie haben selber, stellen sie das und das bereit, da musst du alle möglichen Vorkehrungen treffen, da werden sie sich vielleicht besser auskennen, das hat technische Vorkehrungen, ich meine, so kompliziert denke ich, man kann es auch nicht sein, wenn ich auf Estland schaue. Das hat auch juristische, und dann kommen aber die Selbstfaller. Ja? Dann kommen die Selbstfaller, dass bis die Gemeinden zusammen und die Gemeindeverbände, gibt es ja auch noch, zusammen mit den Bundesländern und dann mit dem Bund, der immer die Milliarde ausruft, zu irgendwas kommen, na, da kriegst du Junge. Also das ist schon seltsam. Das ist schon seltsam, das kann ich nur berichten, und da ist natürlich eine Kritik mitschwingend, und ich glaube schon, und da braucht man jetzt kein großer Ökonom sein, glaube ich, dass bei aller Technologiekritik, die die Grünen früher immer angewandt haben, weil ich glaube, bei vielen dieser digitalen Fragen oder Glasfaserausbau und vielen Fragen des Internets dreht sich das um, wo viele Grüne, die große Mehrheit, schon längst erkennen, was das auch für Mensch, Gesellschaft und durchaus auch Ökonomie, Wirtschaft für einen Nutzen sein kann. Und deshalb ist das ein Minuspunkt, weil da ist wirklich zu wenig weitergegangen. Wie es akut steht, weiß ich nicht. Mir sollten mal andere Fragen. Aber das ist, das, weil da steht, nämlich steht Schlusslicht. Also, das ist ein bitterer Erfahrungsbericht. Ist aber so ein bisschen die quasi die nestreuische Föderalismus-Folklore dieses Landes. Dann Maßnahmen verbessern, ja, also ich meine, wie bei anderen Bereichen auch, ich glaube, Bund, Land und Gemeinden wären gut beraten, hier Clearingstellen zu haben, die dann wirklich Zugriff auf diese Fördergeschichten haben. Möglicherweise muss man sich da auch mit Telekom-Unternehmen auf ein Backel haben, um das zu beschleunigen. Nur sollte man schauen, dass man halbwegs firmenneutral vorgeht. Das ist, wenn es so wenig Anbieter gibt, natürlich immer schwierig. Muss man auch nicht päpstlicher sein als der Papst, aber das wird es wohl brauchen, weil es werden ja nicht die Beamten selber den Krampen ausgraben und dann die Leitung legen. Also muss man auch zusammenarbeiten. Ein letztes dann, da sind wir bei den 5G, da kenne ich mich ein bisschen aus, aber nicht ausreichend. Ich muss da teilweise die... aber ein Grundzugang, da sind ja mehrere Fragen aufgeworfen worden. Eines fällt mir schon auf, da meine ich nicht die Sicherheitsdebatte Huawei und in Wahrheit amerikanisch-chinesischer Wirtschaftskrieg und mag auch etwas dran sein, keine Ahnung. Aber dass sie die österreichische Regierung, ich meine, ich sitze jetzt nicht mehr im Nationalrat, dann kann das ja dort nicht erleben, aber sie setzen sich jetzt eh schon mehr im Fernseher als im Nationalrat, also kriege ich wieder gleich viel mit wie vorher. Was sehe ich, wenn ich da einschalte? Da sitzt die Regierung, da glaubt der Infrastrukturminister, also nicht das. Beim Thema. Ja, nein, das ist das Thema, das ist ein großes Thema. Da sitzt der Infrastrukturminister mit dem Vertreter von T-Mobile und erklärt den Österreichern, wie es weitergeht.
Also da habe ich ein gesundes Misstrauen. Weil ich finde, Regierungsstellen sollten firmenneutral agieren, finde ich. Ja, ob jetzt das die einzigen sind, die was anbieten können. Und da machen die 5 oder 7 Inseln in Österreich vielleicht alles nützlich und nett. Ich erwarte mir aber für die Zukunft, von wegen 5G, dass wir hier schon schauen, dass wir halbwegs in Wettbewerbssituationen kommen, in Ausschreibevorgänge und nicht wieder ausgerechnet die Telekom, oder wer das war überhaupt, ich glaube aber, derartige Verhaberungen, eine mögliche Verhaberungen mit Regierungsstellen sich auftut. Also das glaube ich als gelernter Grüner schon vorausahnen zu können, was da alles passieren kann. Gesundheitsfragen kann ich wenig sagen, sind aber natürlich richtig gestellt. Bis da alle Studien da sind, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube nur, die Technologiefolgenabschätzung war schon einmal ein großes Thema und wie wir das in den Griff kriegen, kann ich auch schwer sagen, weil natürlich auch der Wettlauf der Volkswirtschaften ist, wer das schneller hat, ist schneller vorn dabei, auf der einen Seite. Und es wurde da ja gesagt, da muss man schauen und Studien und sonst was. Also ich kann dieses Dilemma nicht lösen. Also wenn wir in 10 Jahren draufkommen, dass das damals so gesund ist, werden wir es trotzdem gehabt haben. Ja. Aber ich lasse mich immer dadurch beruhigen, dass ich selber, damit höre ich jetzt auf, dass ich selber mich am meisten gefährde, weil ich meistens ja ohne Headset dominant telefoniere und diese Strahlung aufs Ohrweichel und aufs Hirn eh viel schädlicher ist als 5G oder 29G oder sonst was. Ja. Damit kann ich mich wieder beruhigen, bin selbst, okay, selbstverletzend unterwegs. Ja. Gut. Herr Schenach. Ja, wenn man vielleicht beim letzten, bei der Gesundheit, das müssen wir uns anschauen, aber ich warne hier immer wieder um, wir haben das bei den Handymasten gesehen, kann mich noch erinnern, riesige Protestbewegung von Studierenden, wir werden am lebenden Leib gegrillt, weil auf einem Studentenheim 2 Handymasten raufgekommen sind. Das sind ja solche Geschichten gelaufen mit irgendwelchen Studien, die ja, ich würde sagen, Verschwörungstheoretiker aller Lager hier eingeladen hat. Also da muss man irgendwie kühlen Kopf bewahren. Aber ich bin da bei der Stephanie Cox, wo man sagen muss, ja, das ist eine neue Technologie und das muss man anschauen, aber man muss nicht gleich hysterisch werden. Also okay, ich denke, das ist eine Form. Ich sage nicht, dass die Stephanie Cox hysterisch ist, sondern ich sage nur, sie hat recht, dass man sich das seriös anschauen muss. Jetzt zu den Schlenkern von Werner Kogler. Nur wir sollen uns noch mal ganz kurz zurückerinnern, als die digitale Dividende versteigert wurden, 2 Milliarden. Damals war ausgemacht, dass 1 Milliarde und eine weitere zeitnah, das war 2011, möchte ich nur erinnern, ausgeschüttet wird. Und da gab es einen Finanzminister, der das blockiert hat. Ja? Das stimmt. Ja? Und erst wiederum 2 Jahre später, bis das Infrastrukturministerium damals 1 Milliarde bekommen hat. Das ist ja, ich weiß nicht. Ja? Dann kam das Nächste, dass der Breitbandausbau als eines der 2 österreichischen Projekte in das große Juncker-Investitionspaket genommen wurde. Und die EU-Kommission hatte dem auch zugestimmt. Ja. Nur, und das war damals meine Rede auch im Plenum, das Juncker-Investitionsfonds war das Prinzip Hoffnung. Ja. Ich meine, die EU hat selber nur minimal befüllt und hat erwartet, dass der jetzt auf 300 Milliarden von ganz vielen Privaten mitgefüllt wird. Das ist nicht gekommen. Und das war wiederum der Glaube der Bundesregierung, dass der Juncker-Investitionsplan funktioniert. Nur funktioniert nicht. Mit der letzten Stelle, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich sage dazu nur immer, ein bisschen nach Deutschland zu schauen. Also viel Spaß in Deutschland. Ich war vor 3 Jahren, 3 Wochen in Schleswig-Holstein. Es war für mich unmöglich, WLAN zu bekommen. Und ich musste ständig über Flensburg hinüber nach Dänemark fahren. Da kostet der Kaffee das 4-fache. Aber ich habe überall freien Internetzugang. Also, aber in Schleswig-Holstein wissen sie nicht, von was du sprichst. Und das hat mich schon schwer irritiert. Ich bin sogar zu einem Hotel gegangen und habe gesagt, ich zahle, wenn ich da jetzt reinkam. War nicht der Fall. Nun, kleinere Staaten hätten es viel leichter. Deshalb ist so
dieses Hinterhergrundeln von Österreich bitter. Ja, man sieht es an Irland, man sieht es an Dänemark. Kleinere Staaten bewegen sich hier leicht und können diese Technologie auch leichter einsetzen. Was die Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, ja, es wird immer als Priorität bezeichnet, aber ärgerlicherweise fehlen die Resultate. Und ich meine, es ist vielleicht nicht ganz untypisch, dass die ÖVP halt den Weg hierher nicht gefunden hat, aber die hat es massiv blockiert. Wir haben damals eine sehr große Konferenz gemacht über den Digital Divide. Nicht nur zwischen Jung und Alt, sondern zwischen Land und Stadt. Und damals wurden auch ganz bestimmte Regionen des Landes, da gehört übrigens deine Furche, wo du vorher berichtet hast über die Bürgermeister dazu, wie auch Teile in Osttirol, Teile im nördlichen Tirol und so weiter, wo wir gesagt haben, dann können diese Schwerpunkte gesetzt. Ein Clearing muss her, aber was wir nicht versehen, und wir haben ja jetzt weitere Versteigerungen. Ich meine, diese erste Versteigerung, 5G-Versteigerung, die hat ja im Grunde nichts gebracht. Und wenn ich diese Versteigerungen, die jetzt noch weiterkommen, nicht mit einem Ausbaupflicht kopple, dann passiert genau das, dass man in den Städten das hat, aber am Land ist nichts, ist Sense. Und deshalb entweder koppeln oder man bekommt nicht die großen Erfolge. Und die Telcos, wenn die was finanzieren, finanzieren sie nur in Linz, in Graz, in Wien. Vielleicht scheint ihnen noch Klagenfurt halbwegs eine vernünftige Größe. Durch den Tourismus werden sie sich wahrscheinlich auch Innsbruck schnappen. Aber sonst passiert nichts. Und das ist ein Abhängen des Landes. Und das ist schlecht. Und deshalb gehört der Weiter. Und vor allem gehört die weiteren Versteigerungen um mit einer Ausbauverpflichtung gekoppelt. Sonst, man hat eh schon nichts gebracht. Das ist ja Witz, was das gebracht hat. Aber für die Zukunft soll man das wenigstens nicht übersehen. Okay. Herr Scherer, bitte. Ich habe mir gerade überlegt, wenn wir in dem Tempo weitermachen. Ja, dann sind wir noch da. Ich mache es wirklich kurz, weil das meiste gesagt worden ist. Aber ich meine, der wesentliche Punkt ist ja, dass man es einfach machen muss. Ne? Also okay. Es ist ganz banal, wir sind uns alle einig, wenn wir so weit sind, nachdenken. Und wir diskutieren jetzt über den Breitbandausbau, und bis wir das, was wir uns vorgenommen haben, umgesetzt haben, ist das eh schon alles wieder egal. Und das ist ja die Absurdität. Man muss nicht nach Schleswig-Holstein fahren, fahr ins Mostviertel, such dort einmal irgendwo einen WLAN-Zugang, frag dort Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit Internet of Things zu tun haben. Gibt es die große Firma Microtronics, die sagen, sie können einfach ihre Arbeit nicht nachkommen, weil sie keinen entsprechenden Internetzugang haben. Also insofern ist das Lamentieren ziemlich sinnlos. Ich verstehe das in vielen Bereichen nicht. Das hat auch sehr viel mit Wissenschaft und Forschung generell zu tun, wenn wir darüber diskutieren, wie viel wir Ausgaben dahingehend machen wollen. Beim Breitbandausbau ist genau das Gleiche. Alle sagen, wir brauchen es. Es tut keiner. Ich bin einfacher Oppositionspolitiker. Ich werde es nicht umsetzen können. Ich kann es nur einfordern, aber es hat wenig Sinn, wenn vormalige Regierungsparteien oder jetzige Regierungsparteien sagen, wir würden gern was machen, und am Schluss, bis wir es umgesetzt haben, ist es eh schon wieder vorbei in Wirklichkeit. Sehr gut. Frau Cox, weil ihr habt ganz wenig Sprechzeit gehabt. Es gibt ja verquantet, verquantet. Ich würde Kollegen Scherer da direkt einhängen noch kurz. Es geht nämlich auch darum, dass uns muss bewusst sein, dass im Moment werden ja teilweise noch Fördermittel für Kupferleitungen der Telekom verwendet. Also muss ich das mal auf der Zunge zergehen, dass wir reden von 5G und es werden noch Kupferleitungen gefördert. Und das ist schon etwas, wo da muss ein radikales Umdenken geben, und vor allem auch, es bringt nichts, weil wir in den Ausschüssen gefordert haben, also in der Opposition, also man kann ja Daten fordern, man kann einfordern, wo passiert schon etwas und wo nicht. Und dann haben wir endlich die Daten bekommen von der Breitbandmilliarde, und dann ist rausgekommen, okay, es sind endlich die Fördermengen, also die Förderungen werden vergeben, aber da ist ein immer Unterschied zwischen die Gelder fließen und die Umsetzung, weil da geht es um Leerrohre, die dann vielleicht gefüllt werden müssen, da geht es ja um, wie ich sagte, muss da alles aufgegraben werden, und das dauert, und da gibt es nur ein paar Firmen, die das umsetzen können. Das heißt, es ist zwar schön und gut, wenn man
oder sagt, die Millionen fließen, aber es ist ein Unterschied zwischen fließen und dann wirklich dem Umsetzen und dass es wirklich dort ankommt. Und ich glaube, da muss man Druck machen und da reichen nicht die Zahlen und die Schlagzeilen und das Marketing. Kurz einhaken, und zwar weil Kupfer noch gefördert wird. Da muss ich aus technischer Sicht schon sagen, also Kupfer hatte eine Begrenzung und deswegen ist auch Glasfaser ja so gehypt worden. Aber heute bringt man Gigabit über zwei, drei Kupferleitungen drüber mit den neuen Technologien. Also so kann man das jetzt auch nicht sagen, dass das keinen Sinn macht, das zu fördern. Also das ist halt natürlich Glasfaser immer ein Kopfbesen, unendliche Bandbreite, Kupfer limitiert, aber mittlerweile gibt es Gigabit-Strecken mit auf einer Zweitradleitung. Also da kann man durchaus auch was investieren. Aber das ist halt kein politischer, sondern eine technische Antwort. Ich denke, man schon die ganze Zeit heute lernen ja mal was von einem blauen Politiker. Das ist ganz was Sache. Danke. Die hatten versucht, in einer HTL im dritten Bezirk am Rennweg eine Gigabit-Verbindung hinzubekommen. No way. Die einzige Chance war dann, Bagger ausrücken zu lassen und dort aufgraben zu lassen, mitten in Wien. Also da ging es nicht ums Land, sondern mitten in Wien. Und Kupferleitungen dorthin ganz schwierig, weil zu weit vom WLAN weg. Auch mit neuesten Technologien kriegt man nur mit riesen Füllkupferordnern gebündelt das Zeug hin. Und also auch im städtischen Raum haben wir ein Riesenproblem, dass sozusagen, wenn wir auf den nächsten Bereich Bildung, der dann irgendwann einmal kommt, kommen, dass nicht einmal Riesenschulen in Wien es geschafft haben, eine vernünftige Glasfaseranbindung zu haben. Da gebe ich Ihnen schon recht, natürlich mit diesen Kupferleitungen, aber das ist ein bisschen eine Philosophiefrage, weil wir haben ja die letzte Meile, dass praktisch das offen ist und mit der letzten Meile. Natürlich mit diesen Fehlerraten kriegt man das nicht hin, dass man jetzt sagt, A-Leitung macht das. Da müsste es wieder in einer Hand sein, was wir aber nicht wollen. Also das hat natürlich vieles auch für und wider, aber ich glaube, das führt zu weit, weil das wäre eine Diskussion, das ganze Thema. Ja. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ja, es sind ja einige Provider da, oder die ja, was mich besonders interessiert, ist in Rede vielleicht gegen das freie Marktkonzept. Ich sage es halt immer, wenn man Dinge wie Wasser, Straßen und solche aus staatlicher Hand gibt, man hat halt vor Jahren auch die Datenwege aus der Hand gegeben und jetzt leiden halt alle drunter. Das ist genauso eine Infrastruktur wie jedes andere. Ich bin nicht Beamtin in dem Provider, sage ich jetzt noch dazu. Okay. Mein Job hängt nicht am Vaterstaat und ich finde es trotzdem ein Wahnsinn. Ja, ich meine, wenn man sagt, den Verkauf, Vertrieb von Dingen in verschiedene Hände zu geben und dort den freien Markt zu propagieren, gerne, aber Ausbau und die Infrastruktur selber, finde ich, gehört in eine andere Hand als auf den freien Markt. Ja, also okay. Genau, wie ich Wasser nicht rauskaufen würde. Ein sehr guter Punkt. Darf ich ganz kurz, freier Markt, Herr Scherer? Bravo. Vielleicht, ich hätte ganz gerne ein Statement jetzt von der Runde, freier Markt, einfach nur ja oder nein. Also Infrastruktur, staatlich, privat. Ich würde jein sagen. Ich glaube, dass man ja auch in jedem Fall, also Sie haben ja schon recht, wenn ich es komplett in die freie Hand des Marktes gebe, sehen wir offensichtlich, dass es nicht funktioniert. Ja. Aber ich bin grundsätzlich natürlich als Freund des freien Marktes auch nicht dagegen, dass man sagt, man hat in gar keiner Art und Weise da die Möglichkeit. Also man muss eine sinnvolle Synergie finden, dass man es in irgendeiner Art und Weise zusammenbringt. Sie sehen. Zu verkaufen, ja. Okay. Ja, ein deutliches Jein. Ein Jein, ja. Ein deutliches Jein. Ja. Also ich tue mir es ja ein bisschen leichter, da wir ja fordern, dass alle Netze und Netzleistungen in kommunaler und öffentlicher Hand bleiben und das ja eines der Programme ist, die wir ganz intensiv, und deshalb haben wir auch diese große Bürgerinitiative damals gemacht, was das Wasser betrifft, wo die Europäische Union ja durch die Dienstleistungsrichtlinie und die Wettbewerbsrichtlinie die Privatisierung von Wasserdistribution erzwingen wollte, ist das hier klar. Das ist etwas, was anzubieten ist, was in kommunaler Hand sein sollte und in dem Fall, weil wir hier in Wien sind, auch in Wiener Hand sein sollte. Also ein klares Ja, ja. Von der SPÖ, von den Grünen? Ja, nein? Ja, die Jein? Frage ist, wie sie gestellt ist. Was sagst du? Ich habe jetzt einmal einen Ausdruck, aber die Frage könnte man daraus formulieren. Ja, genau. Sind Sie
der Anwesende für eine quasi staatliche Infrastruktur. Also, ja, ich kann das aber begründen. Es ist im Übrigen der beste Beitrag, das blamiert uns am Podium, der kürzeste und profundeste, weil die Grundsatzfrage gestellt wird. Und das ist aber nicht nur vergleichbar mit Wasser, da geht es überhaupt um öffentliche Daseinsvorsorge, da kommt der ökonomisch, jetzt darf ich auch mal gescheit sein, ja was dazu, dass wir bei den Leitungsgebundenen immer spezielle Marktvoraussetzungen, nämlich solche, die sie am Schluss selber aufhängen, haben. Und deshalb glaube ich, müsste selbst der besonders Liberale an der Stelle, und deshalb dürfte ja der Niki Scherak mit einem Ja antworten und immer nur Liberaler bleiben, nämlich dazu kommen, dass bei bestimmten Angebotsstrukturen nach geradezu Regulator einerseits ein starker Staat, wenn man so will, notwendig, nicht nur sinnvoll, sondern zwingend notwendig ist, um überhaupt Marktkräfte dorthin zu bringen, wo sie angeblich oder tatsächlich funktionieren, ich bin ja selber Marktwirtschaftler, dass sie nämlich ihre Entfaltung bringen. Und das hat oft sehr mit dazu zu tun, dass man nicht als erst die Anbieter trennt, das ist ja da Anbieter und die, die drüber laufen, ist ja auch ein Thema. Und das macht sehr viel Sinn, aus vielen Gründen, das will ich nicht weiter ausführen, da bin ich dann eher beim Stefan Scheinach, aber nicht wegen Wasser, sondern wegen dieser die Besonderheit der leitungsgebundenen Angelegenheiten, dass das dann gleich in öffentlicher Hand bleibt, also aus den Gründen. Also sonst muss ja der Regulator wieder den privaten Netzanbieter hinterher, das ist auch nicht immer gleich einfach. Also ich würde hier im Wesentlichen mit einem Ja antworten und habe das auch zu begründen versucht. Da gibt es nämlich eine Theorie dazu. Ja. Herr Handler? Ja und nein. Ja, deswegen, weil ich finde schon, dass die Infrastrukturen, gerade was die Leitungen betrifft, wenn man das öffnet, dass das viel kleinere Unternehmen profitieren können und zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen werden auf denen, und das konzentriert sich nicht auf immer weniger und immer mehr zusammen auf die Großkonzerne. Deswegen ja, nein, es gibt auch Beispiele, da haben Gemeinden das ausgebaut, in kleineren, weil in der Stadt will jeder, da kannst du super Geschäft machen, aber selbst am Land, wo Glasfaser ausgebaut ist, haben sie dann gesagt, und jetzt wollen sie ein paar Private draufsetzen und das anbieten und den letzten Anschluss machen, haben sie keinen gefunden. Es gibt wirklich, da liegen die Leitungen drinnen, es findet sich keiner. Deswegen gehört schon ein bisschen ein Misch her, und ich sage, wenn es in die Städte Geld verdienen muss, muss am Land auch was machen. Ja, aber das bestätigt ja, was die Dame sagt. Ja. Es ist ja in die Städte auch grottenschlecht. Und mit 30, sage ich mal, in einem großen Haushalt kommt es auch nicht mehr aus. Mit 5 Familienmitgliedern, vielleicht 3 Teenagern, no way. Geplagte Mutter. Frau Cox? Ja, was das eigentlich ist. Mexiko mischt jetzt bei uns da auch ein bisschen mit gerade, und das sieht man auch, was da gerade auch, wo da die, das Ziel ist, oder das Ziel dieser Unternehmen und dieses Unternehmens, eher beim Profit. Und, aber auf der anderen Seite, ich habe es vorher schon gesagt, dass da aus dem Innovationsbereich kommen, würde ich mir wünschen, auch bei so großen Konzernen, die im Staat dann gehören, dass die auch offen sind für Innovationen, für kleinere Unternehmen, die sich andocken. Also da sehe ich, dass manchmal einfach ein bisschen zu langsam vorangeht. Also da würde ich mir von diesen Unternehmergeist dann auch wünschen. Okay, also kommen ja auch aus dem Bereich. Ja, der Dame noch einen Satz dazu, weil sie gesagt hat, mit 30 kommen sie nicht aus, da bin ich anderer Meinung, mit 30 kommen sie aus. Wo sie nicht auskommen, ist mit bis zu 30 und dann in Wahrheit nur 6, 7 am Abend haben. Aber wenn sie 30 synchron haben, haben sie überhaupt kein Problem. Okay, gut, wir gehen jetzt zum... Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Aber ich würde jetzt ganz gerne zum nächsten Thema übergehen, das ist das Thema Bildung. Die digitale Transformation stellt den Bildungsbereich vor neue Herausforderungen. Wie sehen Sie Ihre Konzepte für eine zeitgemäße Bildungsreform im Kontext eines gemeinsamen Europas? Welche europaweiten Maßnahmen sehen Sie für die Bereiche Lifelong Learning und Weiterqualifizierung? Wir fangen jetzt mit Herrn Scherak an. Ihr habt ja auch noch am wenigsten Zeit zum Laufen. Aber die Frage ist wiederum, wenn ich die Frage abschließend beantworten will, sitzen wir wiederum morgen da. Ja, ich weiß, die Fragen sind sehr umfangreich, aber vielleicht, wenn Sie drei Standpunkte dazu erörtern könnten.
ich habe es mir beim Durchlesen schon schwer gemacht. Was genau würden Sie gerne wissen? Ich kann einfach probieren. Ja, schauen Sie, also Digitalisierung im Bildungsbereich, es ist ähnlich wie das vorige Thema, meiner Meinung nach, wir diskutieren seit Ewigkeiten darüber, dass wir den Bildungsbereich ernsthaft digitalisieren müssen und sind eigentlich schon längst davon weg. Junge Menschen arbeiten ganz normal mit digitalen Tools und wir tun so, als ob wir uns auf irgendetwas vorbereiten müssten, was schon längst da ist. Die Diskussion hat dann irgendwo immer beim Tablet im Klassenzimmer gefüllt auf und wir brauchen jetzt alle Tablets. Das sage ich ja, aber das ist das Absurde in der politischen Diskussion. Jeder sagt dann, ja, dann kriegt halt jedes Kind ein Tablet. Nein. Aber das hat halt mit der Frage der Digitalisierung genau nichts zu tun. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, wo wir ansetzen müssen, ist, dass wir jungen Menschen Digitalisierungskompetenzen, Medienkompetenzen so früh wie möglich mitgeben, ihnen erklären, was denn das überhaupt bedeutet, wie man sich im Internet bewegen kann, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Europäische Perspektive, lebenslanges Lernen, könnte ich Ihnen auch stundenlang erzählen. Wir haben zum Thema lebenslanges Lernen einmal einen Vorschlag gemacht, das war ein sogenanntes Bildungskonto für Erwachsene, wir haben es LELA 5000 genannt, LELA, weil lebenslang, eine Abkürzung, wo jeder die Möglichkeit hat, quasi steuerlich begünstigt auf sein Konto einzuzahlen, damit man immer im Laufe des Lebens die Möglichkeit hat, das auch abzurufen und konkret Bildungsmaßnahmen zu kriegen. Und europäische Perspektive, ja, also jetzt konkret zur Bildung, nur jetzt gar nicht im Kontext von Digitalisierung, aber vielleicht auch so, umfassender Ausbau des Erasmus-Programmes, aber da werden wir uns auch alle einig sein, ganz, ganz massiv, und das halte ich aus der europäischen Perspektive für noch relevanter, den massiven Ausbau im Zusammenhang mit Lehrlingen, weil gerade der europäische Gedanke dadurch mitgegeben wird, wenn ich einfach die Möglichkeit habe eines Auslandaufenthaltes. Studierende haben es eh schon in vielen Bereichen und nützen es auch, auf Lehrlingsebene ist es viel zu wenig, da würde ich mir mehr vorstellen. Um jetzt irgendwie zu versuchen, diese sehr breite Frage ein wenig zu beantworten. Ja, ich bin zufrieden damit. Ich hoffe. Haben Sie gut gemacht. Danke. Herr Schöner. Ja, also ich war in den letzten Jahren in Europa der Generalbeauftragte für Wissenschaft und Technik. Und da sind wir übereingekommen, dass die IT-Kompetenz und die möglichst früh, am besten schon Volksschule beginnen soll. Je früher, umso notwendiger. Und dazu bedarf ich natürlich auch, dass das Lehrpersonal erst einmal geschult werden muss. Das ist ja eines wie komme ich in ein Ausbildungsraster? Demzufolge hat die frühere Unterrichtsministerin Schule 4.0 vorgelegt, das mit einem Vier-Säulen-Modell, wie wir dazu kommen, und auch einen Finanzierungsplan. Der neue Unterrichtsminister hat das ja jetzt alles gekübelt und hat, wir könnten schon längst in der Umsetzung sein, weil der Finanzierungsplan eigentlich beschlossen war. Hat gekübelt und will jetzt einen eigenen neuen Masterplan Digitalisierung daher schleppen. Ich kann mich einmal erinnern, dass mich in einem anderen Land Abgeordnete gefragt haben, wie können wir denn den Kindern und Jugendlichen noch mehr Wege blockieren? Da habe ich gesagt, was stellt ihr euch vor als Politiker? Die Jugendlichen und die jungen Menschen fahren im Ferrari und ihr in der Politik fahrt mit dem Traktor hinten her und glaubt, ihr überholt den Ferrari und macht dann die Einweisungen und die Verkehrszeichen. Das heißt, ich muss ganz, ganz früh in diese digitale Kompetenz. Das heißt aber, einmal als erster banaler Schritt, wer war das vorher mit den Schulen, wo er gescheitert ist? Ich glaube, ich muss einmal jede Schule anschließen. Ja? Ich meine, es ist schön, wenn eine Schule einen Chemiesaal hat und es ist auch schön, wenn sie einen Turnsaal hat. Das ist alles gut und recht. Ja? Aber die Schulen müssen angeschlossen werden. Die Lehrer und Lehrerinnen müssen entsprechend ausgebildet werden. Die sind nicht digital native. Und die Eltern... Ja, und die Eltern sind es noch weniger. Das heißt, dort, wo man sagt, die Eltern können hier mit ihrer Erfahrung und ihrer Kompetenz noch ihren Kindern irgendwas beibringen, ist bei Digital, das funktioniert so nicht. Das heißt, wir brauchen das und wir brauchen vor allem auch einen kostenlosen Zugang, dass die Pädagogen und Pädagoginnen
diese Kenntnisse erwerben, diese Lernmethodik erwerben und dass hier innovative Tools entstehen. Da gehören aber schon die Möglichkeit von Tablets oder Laptops in einer Schule dazu, weil man ja eine Chancengleichheit in Klassenzimmern herstellen wollen. Die waren auch alle bewilligt. Ja? Ich meine, nur sie sind jetzt nicht distribuiert. Und ich brauche den Plan und ich brauche das Know-how derer, die lernen. Da können wir uns einiges abschauen. Europamäßig kann ich nur sagen, kann man lernen von anderen Staaten, muss man gar nicht alles selber erfinden, nur es ist eigentlich, liegt alles am Tisch und wäre umsetzungsreif. Okay, Herr Kogler. Ja, das klingt alles plausibel von den beiden. Der Unterschied war jetzt nur am Schluss. Die hätte ja Scherak zugestimmt, zunächst aber nur, ich lerne beim Zuhören, dass die am Schluss immer dabei landen, Tablets an ihre Schülerinnen oder im Klassenzimmer. Ja. Da habe ich dann auch quasi damals schon kritische Rückmeldungen gehört, aus verschiedenen Gründen, dass es das ja nicht ausmacht. Also, das stimmt schon. Auf der anderen Seite, und ich will nur auf zwei soziale Geschichten eingehen, weil sonst habe ich da gar nicht viel. Erstens mehr beizutragen als die anderen und das ist auch nicht mein Fachgebiet, aber zweimal Soziales, einmal sozialer Ausgleich, das hat Stefan Schenner jetzt ein bisschen angesprochen, weil ganz harmlos ist das nicht. Ja. Man kann ja den Zugang und die Möglichkeiten der Jugendlichen und Kinder, die sind sicher von Haus aus, im wahrsten Sinne des Wortes, unterschiedlich, weil die haben halt auch unterschiedliche Geräte zu Hause und ich habe da immer schon selber als Schüler gelitten, ich war gerade so privilegiert in Kreiskis Zeiten, dass ich halt auch noch weit weg in die Schule fahren können und Schulbücher bekommen habe. Und dann hat es welche gegeben, die Steuerberater sind, die waren natürlich viel reicher, es hat aber nur für Ärmere gegeben. Und ich habe immer gelitten wie ein Schwein, wenn die entweder gar nicht Skikurs fahren konnten oder über den sehr schwierigen Zugang, wo jeder mitgekriegt hat, na gut, die sind so arm, dann müssen wir sogar die Zipfelmutzen noch spenden. Ja? Ich halte das bis heute nicht aus. Und bei solchen Dingen fällt es mir dann auch wieder auf. Also und insofern hat das auch was. Ich bin mir nicht sicher, ob es dann das ist, dass jeder ein Tablet in die Hand kriegt. Da muss ich dilettieren. Aber dass wir Infrastruktur in den Klassen schaffen, die einen gemeinsameren Zugang, ja, wo diese Unterschiede nicht so groß werden, das ist wirklich ein erbärmlicher Zustand. In einer Gesellschaft, wenn Kinder und Jugendliche bis dorthin schon völlig ungleich und mit allen ungleichen Chancen aufwachsen und dann weiß, gerade in Österreich, ja, Bildungsarmut. Gerade in Österreich, wenn du zu 99%, das ist jetzt übertrieben, aber zu 90, das stimmt jetzt die Statistik, kannst du aufgrund der Anschrift des Wohnorts, beziehungsweise kombiniert mit dem Status, mit dem Ausbildungsstatus deiner Eltern, die Prognose dieses Kindes vorhersagen. Wurscht, wie begabt es ist oder nicht, offenkundig. Weil es haben ja nicht nur die reichen gescheite Kinder, es haben ja ärmere gescheite Kinder, aber das ist eine derartige Ungleichheit, die heute bis heute nicht aus. Und wenn man da was tun kann, sollen sich gescheitere Leute einen Kopf machen in dem Bereich, aber es braucht eine bestimmte gemeinsame Basisausstattung, wie auch immer die herkommt. Ja. Das ist das eine Soziale. Das zweite ist eine ganz andere Geschichte, das ist sowas wie soziale Kompetenz, weil ich weiß nicht, ob wir unten dazu kommen. Da geht es jetzt eigentlich um Bildung und um Netz und was weiß ich und IT und dies, aber der Umgang mit sozialen Medien, das halte ich schon für ein Problem und ein Drama auf eine andere Art. Ja. Ob man da den Jugendlichen und Kindern was beibringen kann, ob wir Erwachsene das sind, weiß ich nicht. Aber die reiten sich ja selber ins Umgang. Glück zum Teil. Ja. Wenn Sie sich das anschauen, was da alles schon passiert ist mit Mobbing und Nacktfotos und was weiß ich, ob da jetzt die Erwachsenengesellschaft via Schule was beitragen kann, weiß ich nicht. Aufgerufen wäre sie allemal, denke ich. Ja. Das wäre auch wichtig. Da sollten Sie was lernen, die Kids. Wie man da umgeht und was man da anrichten kann, was auch immer die didaktische Methode ist, ich bin überfragt. Aber das müsste ja Politik anreizen. Ja, das hat was Ähnliches. Habe ich auch in dem Statement von Niki Scherer rausgekriegt. Ja, darf ich noch einen Satz machen? Ich bin weder gegen Tablets noch gegen Laptops. Ich würde sagen, nicht Chancengleichheit, ist Chancengerechtigkeit in dem Zusammenhang. Und selbstverständlich sollten alle Kinder die gerechten Chancen haben. Mein Punkt ist ja nur, dass ich gesagt habe, dass die Antwort auf die Fragen der Digitalisierung nicht sein kann, egal ein Tablet, weil das halt damit nichts zu tun hat. Digitalisierung passiert, das ist ein Standbein, der relevant ist, das relevant ist, aber es ist halt nicht die, also aber ich muss es im Lehrplan
verankert. Ja? Und ich brauche in der Ausbildung digitale Fachkompetenz. Das kann ein Dreijähriger aus, so wie jetzt vorgeschlagen ist, ist ja für 3 Jahre geplant, dass diese Grundkompetenz bei den Lehrern, weil sonst vergammelt das Tablet im Zimmer, im Klassenzimmer. Herr Handler? Also wenn ich Bildungsreform höre und die letzten 20 Jahre zurückdenke, 10 Jahre als Privatperson und 10 Jahre jetzt in der Politik, dann sage ich als Privatperson, kommt man da raus, als Politiker stellt jetzt einen Haufen Fragezeichen auf, haben jetzt auch sehr viele politische Antworten gehört, das kann man teilen oder auch nicht, aber ich sage, hat da eine gute Idee, blockiert der Gewerkschaft hin und her, da haben wir ein bisschen einen Stillstand. Deswegen möchte ich eigentlich ein bisschen woanders hingehen in die Erwachsenenbildung, weil ja da auch die Frage war nach dem lebenslangen Lernen. Und da muss ich schon sagen, es war noch nie so einfach, einen Zugang kriegen zu professioneller Ausbildung. Wenn ich nur als ein privates Beispiel hernehme, bis seit mehreren Jahren, es war ursprünglich eine österreichische Firma, ist leider verkauft worden, auf einer Plattform, da zahlt 15 Euro im Monat, was 6.000 Trainer zur Verfügung zwischen einer halben Stunde und 4-5 Stunden oder auch teilweise über Tage geht. Da kann man sich Bildung holen, man muss nur lernbereit sein. Man muss, ich sage einmal, aus der Schule muss sinnerfassendes Lesen rauskommen. Da kann man sich selbst extrem stark weiterbilden zu allen Themenbereichen, was es gibt, ob es jetzt für technisch, Medien und alles Mögliche. Und auch ganz einfache Sachen, ich sage Mathematik oder sonst, wenn man das interessiert und wer das braucht. Also, da gibt es im Internet Gott sei Dank super Plattformen, super Möglichkeiten, was für jeden kostengünstig zugänglich sind. Weil so Trainings in gewissen Einrichtungen kann man sich auch nicht leisten. Zur europäischen Thema, da ist mir, weil ich bin nicht nur Techniker, ich bin ja im technischen Bereich, auch in der Personalberatung, da muss ich sagen, da gehört was her, was die ganzen Institute, die Zertifikate oder irgendwas ausstellen, ich sage jetzt überbetriebliche Lehre, Lehrabschluss. Früher, wie auch von Gott, hat man sich keiner verlassen, wenn der den Abschluss hat, dann kann er das. Das kann ich heute gar nicht mehr. Wenn ich heute mal wen hole und sage, bitte fang bei uns an, du hast die und die Abschlüsse, gut, dann gibt es die Qualifikation, ich sage jetzt im technischen Bereich, in die Datenbank, wenn er das bei Oracle gemacht hat, dann kennt er sie aus. Bei den anderen 17.000 Bildungsinstituten, da weiß ich auch gar nicht, wie sie das herschreiben, ob es, wenn du das hinten aufreizelst und ausführst, hast du das Zertifikat bekommen. Und da muss ich sagen, da könnte die europäische Ebene schauen, dass Standards und die auch kontrolliert werden, dass man sie wieder verlassen kann, hat der diesen Abschluss, dann kann er das auch. Okay. Und da würde ich schon ansetzen, dass man da wirklich sagt, ein bisschen ein Schlussstrich. Ja, viele Bildungsinstitute ist schon ganz gut, aber sie sollen auch ein bisschen ein Niveau heben und nicht alles herschenken. Also soll es dann so eine internationale Zertifizierungsstelle sein? Nein, das kommt nicht. Deshalb muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt ja internationale Zertifizierungsstellen, das sind zum Beispiel Englisch. Da gibt es ein paar große, und wenn man weiß, der hat ja das und ist dort eingestuft, passt das. Was beim Deutsch mit diesem B1-2, was manche brauchen, wenn man da fragt, wie sind die zu den Zertifikaten gekommen. Ich glaube nicht, dass man das jetzt so vereinheitlich sagen, dass man das einheitlich irgendwie macht, aber da muss man Energie reinsetzen, dass eben das wieder was gibt und der Zeugnis in der Hand hat. Okay. Frau Cox? Sie haben noch drei Elemente von mir erwähnt. Ich werde es versuchen, bei den drei zu belassen, und auch, aber auch mit konkreten Forderungen. Nummer eins, ich glaube, dass wir der Realität ins Auge schauen müssen, weil 2/3 der Jobs, die diese Kinder und Jugendliche mal haben werden, die gibt es noch nicht. Das heißt, wir haben hier eine große Anzahl von Menschen, die ihren Job dann teilweise selber finden müssen, die andere Fähigkeiten haben müssen, die wir jetzt teilweise haben oder glauben können zu müssen. Und das bedeutet, und das hat, ich glaube, Chuck Ma hat das vor letztes Jahr gesagt, es ist wichtig, dass wir nicht jetzt den Pfad einlegen und sagen, okay, wir müssen jetzt die Kinder und Jugendliche zu Roboter machen, wir müssen alle jetzt programmieren können von vorne bis hinten. Nein, das sind im Endeffekt in erster Linie Menschen, es geht ja um Menschen. Das heißt, wir müssen nicht versuchen, diese Kinder und Jugendlichen zu Roboter zu machen, sondern in erster Linie brauchen die Kreativität, die brauchen soziale Kompetenzen, noch viel mehr in Zukunft, die brauchen Fähigkeiten, dass sie mit Robotern, mit Maschinen gemeinsam arbeiten können und nicht diese sein müssen, weil Roboter und die künstliche Intelligenz, die fahrt uns jetzt schon davon. Die haben eine Kapazität, dass unser Hirn kann nicht so arbeiten, wie diese Robotermaschinen arbeiten. Und deswegen müssen wir das schon im Schulwesen integrieren. Das heißt, wir brauchen viel mehr Fächer, die eigentlich auch die menschliche Komponente noch mehr hervorheben. Nummer eins. Nummer zwei,
Ich glaube, dass wir auch hier nicht verwechseln dürfen, dass Bildung im Grunde analog ist, meiner Meinung nach. Analog, was meine ich damit? Digitalisierung oder technische Werkzeuge können quasi Werkzeuge sein. Das heißt, es geht darum, dass wir hier nicht vergessen, dass der Klassenraum nicht zu einem Space Lab wird, sondern im Endeffekt das einfach eine zusätzliche Komponente sein kann. Aber da müssen wir die Lehrerinnen und Lehrer mitnehmen. Weil es ist schön und gut, wenn wir da die technischen Werkzeuge drinnen stehen haben, aber wenn wir einen überforderten Lehrer oder Lehrerin, ich komme aus einer Lehrerinnenfamilie und ich habe eine Mutter, die jetzt über 50 ist und die jetzt mit dem technologischen Fortschritt konfrontiert ist und da auch eine gewisse Angst hat. Aber ich habe auch einen Bruder, der gerade eine Ausbildung macht und das erste Jahr jetzt im Klassenraum steht, der hat diese Angst nicht. Das heißt, man hat hier zwei Generationen und da muss man aber beide abholen. Die eine muss man jetzt ausbilden und nicht erst in 15 Jahren und die anderen muss man weiterbilden. Weil die haben natürlich, ich hätte auch die Hosen voll, wenn ich nicht mit den Werkzeugen arbeite und auf einmal werden mir diese technischen Werkzeuge hingestellt und ich muss damit leben können. Zweitens, das heißt, man muss die Lehrer, und ich hoffe wirklich, dass das im Masterplan Digitalisierung drinnen ist, dass es eine verpflichtende Fortbildung auch für die jetzigen Lehrer im Klassenraum gibt und natürlich verpflichtend für die kommenden Lehrer. Das ist das Zweite. Und der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist, da geht es um Schulmaterialien und jetzt nicht um technologische Werkzeuge, sondern um Bücher, um die Materialien, die die Schülerinnen und Schüler bekommen, weil im Moment haben Verlage hier eine ziemliche Monopolstellung. Und ich glaube, wir müssen ja aufpassen, dass im digitalen Zeitalter wir nicht den Verlagen noch mehr Macht geben und eher in die Richtung gehen und das als Chance sehen, man nennt das zum Beispiel Collaborative Books, dass man sagt, wie kann man hier auch durch Open Source, auch durch Prozesse, die schneller sein können, hier die Chance nutzen der Digitalisierung und up-to-date Materialien verwenden. Weil bis jetzt dauert ein Prozess, dass ein Buch erstellt wird, über 2 Jahre. Da stehen falsche Informationen da also drinnen. Das heißt, es ist ein Plädoyer dafür, dass wir die Digitalisierung dafür nutzen, dass die Kinder und Jugendlichen auch die besten Materialien in der Klasse haben und dass da auch wirklich Experten und Experten mitmischen und nicht nur Verlage. Was ich sehr spannend gefunden habe jetzt in der Runde, war die Anforderungen ans Lehrpersonal. Ich bin Generation, unsere Mathematikprofessorinnen machen einen 2-wöchigen Kurs und unterrichten dann Informatik. So war das in den 80er Jahren auf Landgymnasien. Das war eine Katastrophe. Ja, wir hatten damals schon, es waren vorwiegend Jungs in der Klasse sitzen, die haben die fertig gemacht, weil die haben einfach gewusst, wie man diese Computer lahmlegt. Und diese arme Frau ist dann irgendwie rumgelaufen und hat nicht gewusst, wie ihr passiert. Deswegen fand ich diesen Punkt extrem spannend. Ich glaube, wir haben Lehrerinnen und Lehrer, und das ist wirklich, die sind ja die Multiplikatorinnen, die sind so wichtig im Klassenraum. Die sind ja schon Pädagoginnen und Pädagogen, Therapeutinnen und Therapeuten, da ist es Sozialarbeiterinnen. Ja, alles. Alles. Und jetzt sollen sie auch noch quasi digitale Superheldinnen sein. Ich glaube, da muss man auch diese Abholung nicht damit überfordern, weil man dann, glaube ich, nicht wirklich sie abholt, wo sie sind. Ja. Haben wir zufällig Lehrerinnen oder Lehrer? Ich glaube, da haben wir das. Ja, bitte, wie sehen Sie das? Also ich kann das nur unterschreiben, deswegen habe ich auch abgekehrt. Ich habe bis vor kurzem IT-Technikerinnen und Techniker am DGM unterrichtet und ich habe lauter Dinge unterrichtet, die es zu meiner Studienzeit noch nicht gegeben hat. Also es ist keine Frage des Alters, da stimme ich nicht mit Ihnen überein, weil ich bin jetzt 65, ich war dazwischen Produktmanager für Apple Computer, also hat eher damit zu tun, dass man sich lebenslang wirklich weiterbildet und neugierig ist, etwas Neues auch weiterzugeben. Und viele Schulungen machen nur dann Sinn, wenn man am Anfang mit dabei ist, weil wir wissen das alle, die Inflation in der Bildung, besonders was Digitaltechnik betrifft, ist so groß, dass wenn man nicht am Anfang dabei ist, kann man es gar nicht mehr nützen, wenn man das noch hat. Ich finde
das großartig, dass Sie das ein super Beispiel dafür, also, dass Sie im Klassenraum stehen und das Know-how haben. Aber ich finde, es darf nicht nur an denen, die affin sind, hängen bleiben. Weil wenn dann ein Laptop nicht funktioniert, dann wären genau Sie geholt in den Klassenraum. Das heißt, es müssen alle da abgeholt werden. Ich möchte aber jetzt noch einmal, nachdem wir jetzt heute eine auserlesene Anzahl von Politikern hier haben, sagen, was derzeit in der Bildungspolitik abgeht und nicht erst seit dieser Regierung, stellt einem die Haare auf, und es ist mit ein Grund, dass ich gegangen bin in Alterspension und nicht noch, was man mir angeboten hat, länger geblieben bin. Es ist einfach unzumutbar, dass man jungen Leuten keine Perspektive in dem Lehrberuf gibt, aber gleichzeitig höhere Qualifikation von ihnen verlangt. Aber ganz wichtig, den Master in Pädagogik, wurscht, was man für Fachgebiete unterrichtet, aber den Pädagogik-Master muss man haben. Ja, ich glaub, weil sonst ist man natürlich nicht qualifiziert. Ich glaube, da sind Sie beim Herrn Handler, weil der hat das irgendwie kritisch angemerkt. Ja, genau, da wäre wieder bei einer Bildungsreform, ich sage jetzt, solche schnelllebigen Themen, ist überhaupt die Frage, ob es vielleicht der Lehrer in der Schule das Richtige ist oder ob man seine Profis für extern holt, die an der Zeit sind und das in Modulen oder in irgendeiner anderen Form bringt, beziehungsweise oder man hat jetzt spezielle Schulen, die sind darauf abgerichtet und die helfen bei anderen Schulen aus, weil ich sage jetzt einmal, HTL, der hat, da zählt das Zeugnis nochmal was, das sage ich jetzt nicht einmal, weil Vater HTL-Lehrer war, aber die sortieren durchaus aus und lassen nicht alle Schüler durchrutschen. Also da muss ich sagen, ja, das stimmt. Man wird jetzt gezwungen dazu, und ich meine, das Dümmste überhaupt ist, dass wenn man in der dritten HTL, also entspricht dann der siebten Klasse, irgendwo in Mathematik irgendwas nicht kann, kann man das durchaus bis zur Matura aufschieben. Ja. Das nennt man dann parken, ja? Nur damit man niemanden durchfallen lassen. Es ist das einzig pädagogische Konzept ist Geld sparen. Ja. Ja. Kostet es, was ich will. Ich hätte an unsere Politiker hier eine Frage, jetzt haben Sie vielleicht mitbekommen, Dr. Hannes Andrusch hatte ja eine Initiative im Bildungsvolksbegehren gemacht. Vielleicht ein kurzes Statement, wie sehen Sie das, warum ist das so durchgefallen? Es waren ja genug Unterschriften da, ne? Glaube ich. Für die parlamentarische Behandlung waren genügend da, ja. Die andere Frage ist, warum ist es durchgefallen? Ja, weil in der Zeit keine Umsetzungskraft mehr da war. Und das ist eigentlich notwendig. Und was in diesem Volksbegehren drinnen im Prinzip gefordert wurde, ist auch richtig. Und wenn ich Sie anschaue und Ihre Kritik, dann üben Sie jetzt eigentlich auch massiv Kritik am Bologna-Prozess. Ja. Ja, und dieser Bologna-Prozess ist ein schwerwiegender Fehler. Ja, wir haben versucht, durch das Positive von Erasmus, dass wir einen gemeinsamen Forschungs- und Bildungsraum Europa haben, was wir ja haben wollen. Und Erasmus ist eines der wichtigsten Programme neben Leonardo, die wir hier haben. Weil dadurch die jungen Menschen Europäer und Europäerinnen werden und vor allem die Augen aufmachen, was gibt es Neues. Und ich sehe es bei meinen Studenten, die ja alle halbe Jahr irgendjemand klopft auf die Schulter und sagt, ich gehe jetzt nach Amsterdam ein halbes Jahr, Semester, hervorragend. Der nächste geht nach Barcelona, hervorragend. Das ist nämlich das, was wir als europäische Idee verstehen. Und das Allerwichtige ist, dass wir die Lehrlinge dabei nicht zurücklassen. Deshalb wurde auch Leonardo gegründet. Aber das Hauptproblem ist, dass unser duales Bildungssystem nur in 4 Ländern existiert und wir das eben nicht, dieser Austausch wie bei Universitäten so nicht geht. Barroso ist zwar draufgekommen, dass das duale Bildungssystem eigentlich ideal wäre, ja, für Europa, aber das ist eines der harten Brocken, die wir in Europa verhandeln, dass wir hier eher gleich sind. Aber noch einmal zu Ihrer Kritik zurück. Natürlich, wenn jemand 30 Jahre Tischler war und sich berufen fühlt, seine Kenntnisse, sein Gespür weiterzugeben, ist doch ein Glück für die dort Lehrling sind und die so einen Lehrenden bekommen könnten. Aber das geht nicht. Ich kann es jetzt aus der Musik sagen, weil da habe ich wieder mehr zu tun. Wenn ich eine super Geigerin habe, die immer
immer in einer Musikschule Geigenunterricht gegeben. Aber da fehlt genau das, was dieses dumme Bologna-Prinzip fordert. Fliegt die raus. Weil die Musikschule XY kann sie zwar beschäftigen, aber sie bekommt die Beschäftigung nicht refundiert. Das ist eine Krankheit im System. Und noch einen letzten Satz zu der Diskussion. Ja. Was wir den Lehrenden, Pädagogen und Pädagoginnen wegnehmen müssen, ist die Angst. Weil die haben sehr wohl Angst. Und deshalb kann ich nicht jemand für 2 Wochen irgendeine Ausbildung einer schustern, die dann keinen Impact hat, sondern das ist das, was gefordert ist und was wir umsetzen müssen. Wir brauchen einen 3-jährigen vollen digitalen Fachkompetenzlehrer. Ich würde ja unterschreiben, ich wollte nur richtig stellen, ich war 15 Jahre auch Standesvertreter der IT-Branche in der Wirtschaftskammer und also durchaus auch aus Unternehmersicht. Ja? Also es war nicht so, dass ich nicht qualifiziert war dazu, sondern dass jetzt mit den neuen Bestimmungen, mit dem neuen Lehrerdienstrecht wird nur mehr gefragt, dass man einen Master in Pädagogik hat, aber keine Qualifikation mehr. Also das ist meine Kritik. Okay. Ich würde gerne darauf antworten, vielleicht ist es das, was wertvoll ist, weil heutzutage kann ich unterrichten, was ich will. Jeder Schüler in einer Klasse findet das in 2 Sekunden auf Wikipedia. Also ist die Frage, ob die Pädagogik nicht das essentielle Thema ist und wie Schüler lernen sich eigentlich ändert, weil der Vortrag, der Frontalvortrag einfach vielleicht nicht nur das richtige Mittel ist. Und Lehrer sehr wohl, ich glaube, nach wie vor pädagogisch sehr gefragt sind und eher da der Schwerpunkt ist und die fachliche Kompetenz, was ist quasi da am Ende kommt, ja, mittlerweile. Und ein Kind, das damit aufgewachsen ist, das schlaft den ganzen Tag im Frontalunterricht und schaut sich dann am Abend irgendwelche YouTube-Videos an, das die Mathematiklösung macht. Ich weiß das, ich habe selber ein Kind, das 15 Jahre alt ist. Ja. Da lasst sich die Hausübungsbeispiele schicken und dann schauen sie ein YouTube-Video an, wie das zu lösen ist. Ja. Herr Handler. Also am letzten Satz zu den Lehrern, zu dieser ganzen Geschichte, wie weder Lehrergewerkschaft oder wie Sie wissen oder sonst was. Aber da muss ich eines schon dazu sagen, wenn ich mit Lehrer spreche und der sagt, früher hätte die halbe Klasse durchfliegen lassen oder die ganze mit der Leistung. Heute, wenn ich mehr als 15% durchfliegen lasse, heißt, ich bin ein schlechter Lehrer, fällt das auf mich zurück. Und da muss ich schon sagen, das ist auch ein Fehler an alle, auch an die Politik, sage ich mal, setzt den Lehrer bitte nicht auf Druck, lasst es wieder mal durchfliegen. Nur, dass ihr schöne gezahlte Zahlung, wir haben so viele Abschlüsse, so viel haben das geschafft und in Wahrheit das nichts wert ist, da knüpfen wieder vorne und die Lehrer unter Druck gesetzt werden, dass sie die Leistung nicht mehr fair und gerecht beurteilen dürfen, weil sie sonst schlechte Lehrer sind, da sehe ich ein Riesenproblem drin und da werden wir vielleicht auch recht geben. Okay, gut, wir schließen jetzt die Runde ab. Wir kommen jetzt zu den digitalen Grundrechten. Die Runde möchte ich ein bisschen kürzer halten, weil wir fransen gerade aus. Die Arbeitswelten lassen Sie aus. Was? Die Arbeitswelten? Die kommen dann vielleicht am Schluss noch, wenn wir Zeit haben. Aber digitale Grundrechte, also da geht es jetzt vorwiegend um die neue Urheberrechtsreform. Auf die will ich mich auch beschränken, weil sonst franzen uns das wieder so aus. Wie stehen Sie zum Beschluss auf EU-Ebene zur neuen Urheberrechtsreform in Bezug auf Meinungsfreiheit? Ja, das ist mir ganz wichtig. Ja. In Bezug auf Meinungsfreiheit. Nein, jetzt fängt die Frau Cox an. Grundsätzlich habe ich mich da eh schon sehr öffentlich kundgetan, aber ich finde den Upload-Filter, so wie man es auch nennt und wie wir es auch empfinden, nicht katastrophal. Aus der Sicht, dass man hier großen Unternehmen viel zu viel Macht gibt, das heißt, ich empfinde es als Zensur, ich empfinde es als Einschränkung der Meinungsfreiheit. Also aus der Sicht, ich wünsche mir und ich fühle mich auch zu Hause, ich bin ein Digital Native, ich bin jetzt gerade 30 geworden, das heißt, das ist auch ein Zuhause für mich. Ich möchte da nicht nur meiner Kreativität freien Lauf lassen, sondern ich finde auch, dass andere das tun können sollen. Und das heißt, das finde ich sehr schwierig. Aber mir ist trotzdem wichtig, hier zu sagen, gerade beim Urheberrecht, das ist ultra komplex und es ist wichtig,
wichtig, schon hier zu sagen, dass Künstler und Künstlerinnen, Schaffende hier schon auch ihr Geld bekommen und da entlohnt werden. Das heißt, ihr braucht eine Lösung. Also ich bin schon Alfred Neul diskutiere ich da ganz viel. Und da braucht es eine Lösung, aber die Lösung, die jetzt zustande gekommen ist, vor allem der Paragraph 13. 17, glaube ich, war der jetzt. Haben Sie das? Also der Vormann 13. Finde ich nicht gut, was passiert ist. Herr Handler, Ihre Fraktion hat sich ja enthalten. Hat sich enthalten, ja, aber es ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, also was der Harald Wilimski da gesagt hat dazu. Also wir stehen den ganzen, und ich glaube alle Anwesenden stehen den kritisch gegenüber, wenn ich mir das jetzt anschaue. Ich sage, Datenschutz, ja, da passiert mir in meinen Augen fast ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht so ein einfaches Thema. Bei der Meinungsfreiheit, da glaube ich, durch diese ganzen Diskussionen schränken sich die Leute schon selbst sehr ein, weil selbst ich als Politiker überlege, guckt einmal, ob ich was poste, ob ich wo kritisch sein oder sage, Moment, das ist nicht mein Fachgebiet, lassen wir es lieber. Das ist schon ein bisschen eine Selbstzensur, was da hingeht. Und ich bin doch sehr in der Materie drinnen, da frage ich mich, wie es andere geht. Oder andere, die was halt das nicht unterschätzen, was ist ein Stammtisch und was ist das weltweite Internet, was ich daraus sage. Beim Upload-Filter gehe ich komplett d'accord. Und vielleicht ein bisschen seitlich auf Urheberrecht, ich finde das auch wichtig. Urheberrecht, die Leute sollen das bekommen. Aber stellt euch jetzt vor, das ganze Internet, das Hauptthema, was da ist und auch diese Organisation ist, würde jeder Techniker, der was irgendein Patch beitragen hat, Open Source und so weiter, überall Lizenzen kriegen, glauben wir, das wäre eine ganz elitäre Geschichte, das Internet. Jetzt könnten sie wahrscheinlich nur 5-6 Leute auf der Welt leisten. Also so gesehen muss man das schon ein bisschen einen Grad finden, zu schützen des Künstlers, vor allem ich bin für den Künstler, aber nicht für die Großkonzerne, was dahinter stehen. Und wenn die Künstler dann auf Steuerspurinseln gehen, obwohl sie von uns massiv geschützt werden auf 70 Jahre und dann noch keine Steuer zu in der Fuhr oder die Erben teilweise schon, da muss man das schon ein bisschen kritisch hinterfragen, sage ich einmal. Weil auf der anderen Seite Open Source Richtlinie, die könnte das gar nicht so vermarkten über Internet, würde jeder Techniker so viel Geld haben, wie die haben wollen, pro Musikstück, was gespielt wird. Also muss ich schon auch den kritischen Blick hinlegen. Okay, Herr Kogler. Ja, die Linie Ihrer Partei. Ja, gut, ich meine, die ist relativ eindeutig bei aller Berechtigung des Urheberrechts auf der einen Seite und vor allem der ökonomischen, wenn schon nicht Absicherung, so doch bestimmte Korrektstellung, vor allem der kleineren Kreativen, ist die Frage, ob das Ziel erreicht. Und die Antwort ist eindeutig nein, was da mit der Urheberrechtslinie daherkommt. Ich wollte das nur einleitend sagen, weil diese Abwägungsfrage ist. Ich würde das nicht immer als verteufeln. Gestern war ich bei einer Diskussion am Podium, da war niemand von der Runde, da habe ich das versucht, ein bisschen ausgewogen zu sehen, ist mir gar nicht gut bekommen in der Abstimmung, weil da musste ich mir ja oder nein sagen. Mein Freund war relativ eindeutig, ja, weil es ist völlig überschießend, bleiben wir nur beim Artikel 17, vormals 13, das ist eine Doppelfalle, die zwangsläufig zu diesen Filtern führen muss. Die stehen ja nicht drinnen. Die stehen ja nicht drinnen. Aber wenn das kombiniert wird mit dem Lizenzerwerb, für alles, was da möglicherweise daherkommt und vor allem um unerlaubte Kopien von vornherein blockiert werden müssen und alle Anstrengungen unternommen werden müssen, weil sonst nämlich der Plattformbetreiber haftet wird, das schaut auf den ersten Hin schon gut aus. Ich will ja auch viel mehr Regeln im Netz. Ich will ja nicht, dass die ganz großen Plattformen da völlig frei, wir haben ja das auf anderer Ebene, Hass im Netz, da wird ja das auch mal ganz kritisch. Ich will ja dort auch regeln. Nur das ist überschießend. Und wenn ich jetzt denen gegenüber, die das forciert haben, Voss und Konsorten, ja, die ÖVP fördert ja vielleicht deshalb. Das geht nicht an den Steffen Scheiner. Dass dieses Überschießen derart heftig ist, dass man sehr wohl nicht dabei bleiben kann und sagen, gut gemeint ist halt das Gegenteil von gut und reden wir weiter. Nein, da wird massiv Schaden gestiftet, wenn man die Freiheit im Netz vor Augen hat und so weiter. Ich glaube, ich trage da ohnehin Eulen nach Athen. Aber ich kann nur das zustande kommen, beurteilen und diese Abwägungsfrage ist für uns eindeutig und ich finde, es ist nicht mehr damit argumentiert, am Schluss, wenn so ein hohes Gut, um das es hier geht, mit dem einzigen Artikel, das ist nur ein kleiner Teil davon, könnte man meinen, vom Ganzen, derartig die Bude sturmreif schießt und ein paar Grundwerte wegkatapultiert. Das ist hier der Zugang. Und deshalb hilft es mir nicht viel, wenn ich am Schluss sage, genau das hat der Wilimski gesagt, mit dem sitzt hier sonst da an dem Podium, ausreichend erklärt hat er es nicht, weil er sich dieser Abwägungsfrage nicht stellt. Ja?
Na, ich kann mich bald einmal wo enthalten. Ja? Darf man auch. Aber auf der anderen Seite, da geht es um die Essenzen. Da geht es um die Essenzen. Und da darf man sich schon eine Meinung erlauben. Ja? Im Übrigen, bei uns haben auch viele zugestimmt, glaube ich. Die haben auch ihre Gründe. Also wir haben 51 in der Fraktion. Ja. Ja? Aber da, 40 haben dagegen gestimmt. Also das ist 10%. Ja? Bei den anderen Fraktionen, also im Übrigen bei den Liberalen, waren glaube ich 6% dafür. Bei den Sozialdemokraten halbe. Ich sage ja, darf ja alles sein. Ich weiß nicht, wie die Abwägung vorgenommen haben. Leicht ist es nicht. Bei uns ist es deshalb so ausgegangen, nicht einstimmig, dazu sagen, weil dieses Gut einfach höher gestellt wird. Aber dazu ist Politik da, diese Abwägung vorzunehmen. Da geht es ja um die gesellschaftlichen Konflikte. Das ist ja Hauptaufgabe der Politik. Deshalb wählt man ja Abgeordnete. Gott sei Dank haben wir sowas. Und das ist schon enttäuschend, finde ich, dass einerseits enthalten und andererseits nämlich nicht, dass die Liberalen und die, oder in der Bundesrepublik haben wir die Debatte ja in Schweden sagen könnten, okay, wir haben dann uns auf diese Seite geschlagen. Ich halte das für legitim, das darf man, ich muss ja jeder selber vertreten. Aber dass man dann daheim wieder was anderes erzählt, das ist ja auch passiert. Ja, die einen das ist ja typische die einen haben sich bei der Abstimmung verdruckt, wenn es wahr ist. Wenn das wahr ist, wenn das wahr wäre, dann ist nämlich damit gekübelt worden, dass Artikel 13 getrennt abgestimmt worden wäre. Dann hätte das Ganze einen anderen Verlauf genommen, womöglich. Auch das halte ich wirklich für eine Schweinerei, dass die Mehrheit im Europäischen Parlament, wer immer die geritten hat, ja, ich weiß gar nicht, was da die FPÖ gemacht hat, wer immer die geritten hat, den Artikel, speziell den Artikel 17-13 nicht getrennt abzustimmen. Und dann haben natürlich viele gesagt, okay, insgesamt stimmen wir aber zu. Es haben ja auch die Parteien, durchaus auch die Liberalen, die Fraktionsempfehlung ausgegeben, naja, wenn das nicht getrennt abgestimmt wird, dem Ganzen stimmen wir zu. Und das war auch eine krumme Tour dort, weil sonst hätte möglicherweise die Geschichte einen anderen Verlauf genommen. Und da sieht man, dass in einer Demokratie oder in einer parlamentarischen Regeln und das Prozedere, Geschäftsordnungsdinge, einen Einfluss nehmen können auf das, was in der Sache am Schluss rauskommt. Ich will da nicht weiter dozieren. Ich verstehe jeden, der zu einer anderen Meinung kommt, wenn er sagt, er hebt das höher. Meine Einschätzung und die der Grünen ist zum großen Teil eine andere, aber ich glaube, man soll es gescheit durchargumentieren und nicht den Leuten dann noch ein X vormachen. Das schadet dann wieder der Politik und das ist da auch noch passiert. Okay, sehr schön. Die Erklärung ist, glaube ich, ein bisschen einfach. Die FPÖ musste der ÖVP versprechen, nicht dagegen zu stimmen. Aus Koalitionsgründen, so viel ich weiß. Aber es ist ja egal, das ist nicht so wichtig. Ja, das Ganze ist eine Katastrophe in doppelter Hinsicht. Wir waren aus Österreich, aus unserer österreichischen Abgeordneten an alle dagegen. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, sie war auch dort an dem Tag in Straßburg. Trotzdem hat die Fraktion halbe abgestimmt. Ja, man kann ja das nicht an jedes Land befehlen. Ne? Oder weil es eben unterschiedliche Dinge hier zu bewerten gibt. Das geistige Eigentum von Künstlern oder von Wissenschaftlern oder was auch immer hier das eine gut ist, nur durch diese Regelung kriegen die nichts. Nur die Verwertungsgesellschaften. Und deshalb sind die Verwertungsgesellschaften jetzt so glücklich, dass es genau so gekommen ist. Und wenn wir dieses Overblocking hernehmen, ich nehme an, hier kennen alle Zara, nicht den Modekonzern, sondern die NGO, die ist genau in so ein Blocking hineingefallen. Zara hat in Österreich die Hauptkompetenz, Hass im Netz zu beraten oder zu verhindern oder was auch immer. Und genau die werden blockiert. Die werden blockiert von Facebook zum Beispiel. Ein riesiger Shitstorm gegen Facebook damals. Und wie sie sich denn wagen könnten, jemand, der gegen den Hass im Netz und Mobbingopfer berät, einfach zu blockieren. Und das hat extrem lang gedauert, bis die deblockiert wurden. Aber wie passiert denn das Blockieren? Das kann man sich so vorstellen, das sind Callcenters.
Und die Leute sind hier nicht speziell ausgebildet in diesen Callcenters, sondern die müssen in einer Sekunde 6, 7 Entscheidungen treffen und die gehen nur auf Stichworte, so wie der amerikanische Geheimdienst, wenn er unsere Telefone abhört, gibt es nur ein paar Stichworte. Und wenn bei einer Beratung, Mobbingberatung, das Wort Hass vorkommt, zack, haut irgendwo jemand in Singapur, dort sitzen sehr viele davon, das Blocken hinein. Und dann stehst, ja. Und genau das ist eine Katastrophe. Ist komplett gegen die Grundfreiheiten im Netz und führt nicht zu diesem Ziel, wozu es eigentlich hätte führen sollen, die gesamte Debatte. Aber gewisse Verwertungsgesellschaften haben jetzt die Sektflaschen entkorkt, weil da kommt jetzt viel Geld rein, auch viel Geld, das nicht abgerufen wird. Da fragt es doch unsere österreichischen, die machen nämlich doppelt jetzt. Ja. Viele sind gar nicht geratet bei denen, bei den Gesellschaften, kassieren trotzdem die Gesellschaften das Geld. Ach, das ist, also es ist ein rabenschwarzer Tag, diese Abstimmung. Okay. Ich habe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am nächsten Tag gelesen, Sieg der Demokratie. Ich habe mir gedacht, ich lese die falsche Geschichte. Die haben ja die ganze Zeit Frankfurter Allgemeine. Aber das war der Sieg der Demokratie, das ist schon eine Kutzpe der Sonderklasse, aber wie gesagt, wir waren hier klar dagegen und, okay. Und alles andere ist gesagt. Bitteschön. Herr Scherak. Sie werden in mir einen ganz großen Kämpfer für die Meinungsfreiheit finden. Ich habe auch meine Dissertation darüber geschrieben und ich halte die Abstimmung für den ultimativen Sündenfall in den letzten Jahren, nämlich aus mehreren Gründen. Technisch brauche ich es nicht erklären, was der Uploadfilter macht, aber ich halte es für vollkommen Irrsinn, was hier passiert ist. Man muss gewisse Dinge differenziert sehen. Ich brauche meine eigene Fraktion im Europaparlament nicht in Schutz nehmen. Die gehen wir furchtbar am Hammer, gerade in dem Zusammenhang mit der Abstimmung. Wir als NEOS waren immer klar von Anfang an, dass die eine da eine. Also wir bezeugen das. Ja. Ihr habt es nicht immer ganz klar, weil ihr habt zumindest die Möglichkeiten zugeschrieben, dass überhaupt verhandelt wird. Aber wie auch immer, egal, am Schluss immerhin. Ihr habt es im Nationalrat, wir waren die Einzigen, die es im Nationalrat immer wieder vorangetrieben haben, die Anträge eingebracht haben. Gegen den Upload-Filter, da habt ihr auch einmal zumindest nicht mitgestimmt, einmal schon. Der Thomas Trotz da sich nicht ganz zuordnen kann, aber wie auch immer, im Ergebnis das. Also ich halte es für den ultimativen Sündenfall. Wir haben schon angekündigt, wir werden alles tun, was man dagegen machen kann. Wir werden es, können sie nicht direkt zum EuGH tagen, aber irgendwie werden wir es probieren. Wir brauchen unbedingt Kraft sein und so weiter und so fort. Ich werde es überall bekämpfen, wo es so geht. Und vielleicht der zweite Punkt, wieso ich es für so einen heftigen Sündenfall halte. Also ich habe noch nie erlebt, dass junge Menschen in der Art und Weise interessiert waren und, also Rechtsgrundlagen, also ich sage Ihnen ehrlich, ich habe immer gewusst, was ein Upload-Filter ist. Ich habe am Anfang nicht gecheckt, dass das im Artikel 13 stand und sitze bei Schülerdiskussionen und mich fragen junge Menschen, was halten Sie von Artikel 13? Ich habe mal geschaut, danach gefragt, was das ist und dann habe ich mich aussehen können. Aber das ist unfassbar, wie intensiv sich junge Menschen damit auseinandergesetzt haben. Und also man kann nur hoffen, dass sie jetzt erst recht zur Europawahl gehen. Viele davon sind noch nicht einmal wahlberechtigt, aber die sind das Singen. Und wenn die es nicht machen, dann muss man sich echt eine grundlegende Frage stellen. Weil wenn wir das, wenn Leute wie Axel Voss, den kenne ich noch, da war ich Praktikant im Europaparlament, war er schon im Libe-Ausschuss, und leider Gottes größtenteils ältere Herren, oder einfach ältere Menschen, die offensichtlich keine Ahnung haben, wie dieses Internet funktioniert. Und ich sage gar nicht, dass ich mich groß auskenne, aber ich frage halt Leute, die was verstehen davon, ja, und jungen Menschen signalisieren, das, was ihr den ganzen Tag macht, womit ihr euch beschäftigt, wo ihr lebt, checke ich nicht. Und ich meine, die Aussagen vom Voss sind so haarsträubend gewesen danach, auf so vielen Ebenen, dann brauchen wir uns irgendwann mal nicht wundern, wenn wir die Lebensrealität nicht wahrnehmen, dass die jungen Leute irgendwann mal sagen werden, ganz ehrlich, dann halt nicht. Ihre Spitzenkandidatin, ganz kurz, und die Spitzenkandidatin der NEOS hat auch bei der Demo gesprochen. Ja, ich war auch dort, aber es war der Werner Kugler auch dort, die Steffi Kugler war auch dort. Frau Kogs hat auch gesprochen. Ja. Entschuldigung.
Entschuldigung. Ja, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich nämlich dort gesehen habe bei der Demo, und der Kollege Scherak war eh auch dort in Wien gesehen, da waren wirklich Tausende an jungen Menschen, und wir reden davon, dass meine Generation angeblich nicht nur Politik verdrossen ist, sondern uns ist alles wurscht und sowieso, und da sind junge Menschen und dann werden sie als Bots beschimpft. Und das bezahlte Bots von Google und Co. Und das ist unter aller Sau, wenn man sich vorstellt, das sind Jugendliche, die wirklich sich hier, und allein sind 5 Millionen ja auch unterschrieben, da gab es ja auch, und das ist auch nochmal die Frage, die vorhin gekommen ist, warum ist mit der Initiative vom Antrag nichts passiert, das gleiche mit dem Raucher, also mit der Volksbegehren jetzt, ich glaube, das ist gerade fatal, was da jetzt passiert, Fridays for Future, Jugendliche werden, also jetzt, das ist auch wieder das unterschiedliche, Fridays for Future und der Rest, aber ich glaube, das ist fatal, was wir da gerade mit den Jugendlichen machen. Die wollen sich einsetzen, die haben eine Stimme, sie äußern sich und dann werden sie als Bots beschimpft. Vor allem, was bei dieser Kampagne jetzt gegen dieses Gesetz zum ersten Mal wirklich eingesetzt wurde, auch aus Österreich, war diese Korea-Abgeordneten-Geschichte, wo ganz massiv in den NGO, also in einer NGO mobil gemacht wurde, ja, wo Services, Online-Services zur Verfügung gestellt wurden, um da die Meinung kundzutun. Ja, und das wird wohl die Zukunft sein, wie auch EU-Politik funktionieren wird, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, nämlich dass wirklich von NGOs auch ganz bewusst mobil gemacht wird und wirklich auch die Politikerinnen und Politiker angesprochen werden. Aber da hinten eine Frage, und da ist noch eine Frage. Ich hätte eine Einladung an Sie, also ob Sie das jetzt versprechen können oder nicht, aber das ist meine Frage, also wenn der Artikel 13-17 so schlecht ist, und da bin ich bei Ihnen, ja, blöder kann man es nicht machen. Werden Sie, wenn Sie ins EU-Parlament einziehen, eine Initiative starten, dass der rausgenommen, geändert, abgeändert wird? Das ist eine Richtlinie, das heißt, das muss dann sowieso Nationalrat. Aber ich wollte jetzt im Nationalrat gar nicht so weit gehen, weil ich weiß, da gibt es ja gewisse Ähnlichkeiten mit Koalitionen und so. Nein, aber es kommt in beide EU-Ausschüsse beider Kammern, und da gibt es die Möglichkeit, Gelb zu zeigen, Orange zu zeigen, Rot zu zeigen. Wir spielen das auch in anderen Fragen durch, manche Dinge werden zurückgenommen. Das Wichtige ist jetzt, ich sage immer wieder, in der EU brauche ich nicht 20 Telefonnummern pro österreichischen Bundesland, ich brauche 20 Telefonnummern pro EU-Mitgliedsland, weil ich muss die Farbe Gelb in Farbe Orange kriegen. Und damit blockiere ich in diesem Verfahren, wenn eine Richtlinie zur Umsetzung kommt. Das dauert jetzt alles noch hübsch lang, und da ist noch ein großer Spielraum drin. Vielleicht Herr Kugler dann. Ja, ich weiß nicht. Schauen wir mal, wie die Umsetzung ist. Ich bin gespannt, dass die österreichische Bundesregierung sich allein aufgrund der Diskrepanz der Wahrnehmungen in der Regierung auch einfallen lässt. Es wird dauern. Also ich glaube, wenn man sich das EuGH-Urteil, das ursprünglich zu Upload-Filtern anschaut, dass das, wenn es, und das kann nur technisch gesehen in Upload-Filtern enden, dass das jedenfalls nicht grundrechtskonform ist, und dann sagen wir es halt zum Höchstgericht. Also wir haben jetzt gerade gemeinsam mit der SPÖ den Bundestrojaner von einem Verfassungsgerichtshof gebracht. Ja, wenn es nicht anders geht, dann halt so. Also die Möglichkeit gibt es ja. Also gibt es noch ein zweites Land, das sehr zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung auch gebremst hat, so wie Österreich, das war Slowenien. Das heißt, wir haben ja auch Bundespartner, und man ist nicht alleine. Ja. Der Herr Handler, glaube ich, holt direkt. Ganz kurz nur, also unser Abstimmungsergebnis und unsere kritische Haltung dazu ist ja hinlänglich bekannt, auch weil das jetzt ein bisschen so dargestellt war. Es ist jetzt nur vor Ihnen ein Nebensatz gefallen in diesem gesamten Zusammenhang, der mich ein bisschen aufgeschreckt hat. Und zwar, so wird zukünftig in Europa, wenn ich es richtig jetzt interpretiere, Politik gemacht, dass NGOs oder Leute auf die Straße gehen und dann praktisch, das finde ich richtig, dass Leute auf die Straße gehen, aber NGOs sind nicht gewählt. Wir Politiker sind gewählt. Wir stellen uns alle paar Jahre der Wahl und wir machen die Politik. Und das sage ich jetzt deswegen so explizit, weil NGOs, es gibt viele, da sage ich ja, das passt mir ins Konzept, aber NGOs sind auch sehr viele
Bühne mit sehr viel Geld ausgestattet und NGO-Lobbyisten, wenn man sie anschaut, wer in Brüssel sitzt, Entschuldigung, die soll nicht die Politik machen, sondern die Gewählten und nicht das Geld soll anschauen. Das gilt nicht für jede, aber Sie wissen, dass NGOs mit sehr viel Geld teilweise ausgestattet sind. Und das hat jetzt auch nichts mit, wo wir hier sind, zu tun. Das möchte ich gleich einmal rausnehmen. Und dass wir diskutieren gemeinsam, ist alles in Ordnung. Aber die Politik wird nicht von NGO gemacht, sondern von gewählten Politiker. Und ich hoffe, dass wir es da ein bisschen einiger machen. Ja, die Frage ist, und eine beantwortet, die da hergestellt hat. Was wir, also darf ich das vielleicht beantworten? Weil möglicherweise bin ich der Einzige, der im nächsten EU-Parlament sitzt zu dem Podium. Aber auch nur dann, wenn die Leute den Slogan anheimfallen, diesmal müssen die Grünen wieder rein. Klar, die Chancen sind da, also überlegt es euch. Aber sonst weiß ich nicht. Also ich weiß ja nicht, wer sonst im nächsten EU-Parlament sitzt. Aber das war eine explizite Frage. Und ich kann ja dazu weniger sagen, weil ich noch nicht so drinnen bin und wie die Fraktionen sich aufstellen. Ich kenne, und da kenne ich mich wirklich wieder aus tatsächlich, dass von vielen Finanzrichtlinien, die sind nicht kompliziert genug, was wir da alles nach der Finanzkrise und so weiter, ist ja auch viel Gutes geschehen. Auch es auch überschießend im Übrigen. Ganz große Fische sind nicht angegangen. Ist ja wurscht so. Aber immer wieder habe ich gesehen, und mit Geldwäsche zum Beispiel, ja, ganz heißes Thema, dass man da schon die vierte Richtlinie haben, die immer die vorige ergänzt oder abändert. Also aus der Welt ist das nicht. Und wenn das ein normales Parlament ist, ich käme noch nicht überall aus dort, aber leidenschaftliche Parlamentarier werden das auch lernen, aber natürlich kann der Gesetzgeber, wenn man so will, seine eigenen Gesetze reformieren, ne, weil sonst hört sich die Demokratie auf. Ob wir dann und wie viele Verbündete finden, oder schauen wir uns die neuen Mehrheiten an, aussichtslos ist es nicht. Und by the way, ich will da jetzt nicht so angeben, von wegen, ich komme vielleicht ins Parlament, und die anderen, sie haben halt eine andere politische Aufgabe. Ich finde das ausdrücklich super, was der Niki Scherach gesagt hat. Ich weiß auch, dass die Sozialdemokraten nur noch Wegen suchen, dass das zum Beispiel ein Weg wäre. Ich habe das auch begrüßt, nicht? Über die Bande zumindest, aber das ist sehr zeitverzögert, zum Europäischen Gerichtshof zu kommen, wenn man das für grundrechtswidrig von der Freiheitsfrage her sieht. Und die langen Verzögerungswege, die Scherach beschrieben hat, helfen vielleicht, und das wäre nicht das erste Mal, und damit höre ich auf, dass bevor die Richtlinie überhaupt durchgeschalten werden kann, sie schon reformiert ist und möglicherweise die Giftzähne, die ja wohl drinnen sind, die ja die Kritiker zum Abstoppen eben einladen und auffordern, dass die Giftzähne vielleicht zumindest einer verschwindet, dieser hier, den wir hier diskutieren, und man schauen kann, ob man das andere saniert. Manchmal glaubt man, das muss von Grund auf neu machen, dann wird es schwieriger. Aber man kann auch in die Novellierung gehen. Und wenn da jetzt wirklich alle anstarten, wir Bündnispartner suchen, also in Österreich ist die Meinung ja doch bis auf die ÖVP relativ eindeutig, denke ich, vielleicht bekehrt sich auch noch die FPÖ, dass wir hier sehr wohl noch was weiterbringen können. Aussichtslos ist das nicht. Okay, da hinten eine Frage an Sie. Also, dann hat ja Österreich 2 Jahre Zeit, die umzusetzen. Ja. Und das könnte ja sein, dass noch die jetzige Regierung machen muss. Ja. Gibt es da schon irgendeine Idee, was die Regierung da macht dann? Nein. Oder wird sich die FPÖ der Stimme enthalten? Oder ich weiß es nicht. Ja. Können Sie es überlanden? Das sind jetzt darauf keine Antwort. Es gibt, die Richtlinie hat einen gewissen Rahmen. Bitte. Ja. Ja. Und in diesen Pauschalen machen möchte und so weiter. Genau, aber in diesen Rahmen innerhalb dieses Rahmens muss sozusagen ein Gesetzwerdungsvorschlag kommen. Und da hat Österreich 2 Jahre Zeit. Wahrscheinlich werden wir das nicht schaffen. Dann gibt es eine Ermahnung. Ja? Also es wird wahrscheinlich nicht 2 Jahre, sondern möglicherweise 3 Jahre sein. Ja? Aber diese 3 Jahre kann man nützen. Ja? Nützen und ich denke, dass die Debatte insgesamt weitergehen wird und diese Debatte nicht spurlos auch an dieser Regierungskonstellation vorübergehen wird. Ich glaube, das, was ich jetzt garantieren kann, ist, und ich glaube, die Regierung wird sich aus strategischen Gründen jetzt nicht dazu äußern, weil sie sich wahrscheinlich intern auch mal noch konsolidieren müssen. Aber wenn ich jetzt auch so die Stimme der Opposition noch höre und auch von der Bevölkerung, wir werden es ihnen nicht einfach machen. Und das ist ja auch unsere Aufgabe. Und ich glaube, das hat man jetzt auch schon gesehen, die Mobilisierung an sich. Und das ist ja dann auch unsere Aufgabe. Also das kann ich garantieren. Also ich habe gerade vom Kollegen gehört, er will sich nicht dazu äußern. Also ich nehme an, dass da jetzt
jetzt. Nein, ich kann mich dazu nicht äußern. Ich bin jetzt in Wien. Also, wir sollen da jetzt antworten, was in 2 Jahren unsere Regierung. Aber es ehrt ihn, dass er kommt, weil je länger ich da hineinhöre, glaube ich, dass genau aufgrund dieses Themas die ÖVP da nicht herfindet. Ja, das ist ja wirklich ein seltsames Verhalten. Ja, ja, und die Möglichkeiten, siehe Bundestrojaner, das ehrt ihn sehr. Die haben wir sofort genützt. Ganz kurz, weil da so Hoffnungen sind, dass die Umsetzung des internationalen Rechts dieser Richtlinie da irgendwas verbessern kann. Ich verstehe es nicht, wenn 27 EU-Staaten 27 verschiedene Auslegungen dieser Richtlinie beschließen. YouTube wird nicht 27 Upload-Filter für jedes einzelne Land machen, sondern es wird der dann doch kommen. Also was hilft es jetzt? Die Hoffnung deiner Umsetzung ins nationale Recht, dass die das verbessert, die habe ich nicht. Also ich sage es nur ein Beispiel. Wir haben alle beschlossen, einen europäischen Staatsanwalt oder Staatsanwältin zu haben. Ja? Momentan haben wir sie noch immer nicht. Ja? Wir haben die letzte Beschlussfassung war vor 4 Jahren. Es gibt Möglichkeiten, hier zu ergreifen. Nicht, dass es 27 unterschiedliche Upload-Filter gibt, das ist richtig, aber bei der Konzessionsrichtlinie, die war praktisch schon durch. Und ganz viele EU-Ausschüsse haben sie durchgewunken. Ja? Und dann haben wir zum Beispiel Slowenien angerufen, seid ihr an die Wand gerannt, dann haben die das zurückgeholt und haben denselben Protest, also dieselbe gelbe Karte gezeigt. Und so sind auf einmal Land für Land auf gelb gestellt worden. Ja? Und wenn wir das schaffen, 18 Mal gelb zu haben, dann kriegen wir orange und dann ist blockiert. Ja, ganz kurz nur zu Ihrem Kommentar, dass die Politiker, die gewählten Abgeordneten, die Politik machen und nicht die NGOs, zu dem möchte ich ganz, das ist eine sehr polemische Aussage, ist zwar wahr, aber trotzdem würde ich dazu sagen, dass es sehr schade ist, dass das so ist und die NGOs nicht mehr Einfluss haben, weil was die Politiker machen, ist das, was in der Bevölkerung ja nicht nur Freude hervorruft. Und es wäre, sie sitzen ja auch zum Beispiel jetzt nicht deswegen hier, weil das alles ein Applaus ist, den sie kriegen, sondern sie werben ja jetzt gerade wieder die Parteien gewählt zu werden und sie sollten ja hier auch Aussagen über das, was sie in der Zukunft vorhaben machen. Und was ich hier höre, ist sehr viel über das, was in der Vergangenheit ist. Es wird dafür geredet, wie schlecht das gelaufen ist und dieses und jenes. Und es gibt zwar schon ansatzweise, schon auch bei Hirn, richtig, aber verhältnismäßig sehr wenig, was uns, die dann wählen sollen, was in die Hand gibt, zu sagen, wen von euch wollen wir jetzt? Wem gibt man die Stimme? Und die NGOs sind etwas, die allen so weit helfen, sie werden ja nicht da, weil es keine NGO gab, die das machen. Ja? Dass die sowohl die Politiker wissen, um was es geht, der Bevölkerung, als auch wir wissen, was sie wollen. Und deswegen brauchen wir das schon sehr wohl. Nicht nur uns, ja viele da andere. Ich will es schon betonen. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, habe ich es falsch ausgedrückt. Das heißt nicht, dass ich nicht die NGOs sehr schätze. Und zum Beispiel mit ihrer Homepage sehen auch ihre Arbeit. Aber man muss ja das breite Spielfeld sehen. Und NGO-Lobbyisten, ich will sie gar nicht in eines nennen, gibt es ja sehr viele und auch sehr viele Meinungen. Und da ist die Aussage gefragt, die Politik machen. Nein, mit NGOs diskutieren. Ich freue mich wirklich, dass ich da in einem Rahmen bin. Habe auch von den Kollegen einige Meinungen gehört. Ich werde sicher von Ihnen im Nachgespräch noch einiges hören, was ich mitnehmen kann. Und ich setze mir gern mit Ihnen, was das betrifft. Nur eines ist die Politik machen und beschließen, ist doch noch eine Wahlentscheidung. Und auch die größte NGO mit einmal Mitglieder, zum Beispiel in Österreich, was riesengroß wäre, stellt sie ja nicht der Wahl. Und wo ist dann das Gleichgewicht? Das ist die Freiwillige Feuerwehr. Eine NGO zum Beispiel hat so und so viel, die andere hat nur 30 Mitglieder. Wer ist denn jetzt mehr wert hin und her? Und da ist schon die Wahl, finde ich ganz wichtig in einer Form. Ja, also mir ging es eher in meinem Statement, dass sich die Beteiligungsprozesse ändern werden und dass man sich da auch als Politiker in Zukunft oder als Politikerin anders auseinandersetzen muss. Ja. Die Fronten werden anders verlaufen. Da ging es eher um einen Zukunftsaspekt. Weil wir ja von NGOs, was zum Beispiel in Umwelt ist diese NGO vielleicht Experte, wo man sich mal einen Rat holen kann, was die Digitalwirtschaft jetzt betrifft. Also wenn ihr mal eine Frage habt, ich würde mich sehr gerne an Sie wenden, würde die Entscheidung trifft dann letztendlich doch die Politik. Aber dass man nicht diskutiert, austauscht, was ist sinnvoll, da bin ich 100% bei Ihnen. Da gibt es aber ganz konkrete andere
andere Modelle auch. Weil wir ja, wenn wir hier von Digitalisierung reden, dann haben wir eine völlig andere Partizipation von Bürger und Bürgerinnen. Und Finnland hat das jetzt so gemacht. Die Bürger und Bürgerinnen können 700 Gesetze vorschlagen, die sie wollen. Aus den 700 werden 100. Aus den 100 werden 50, aber dann steht das Wort, 5 aus diesen 50 werden so, wie die Bürger und Bürgerinnen es wollen, Realität. Und das, dafür gibt es ein eigenes Ministerium, Zukunftsministerium. Ich leite im österreichischen Parlament den Zukunftsausschuss, sowas haben wir auch. Und wir wollen da ganz nah an diesen Partizipationsmodellen lernen und auch nachvollziehen. Weil eines ist klar, die Digitalisierung bringt eine breitere Möglichkeit der Intervention der Mitwirtschaft. Und was hat dann die Politik? Die Politik hat dann noch die Rolle, auch einen Ausgleich zu finden, weil wir haben ja auch unterschiedliche Möglichkeiten von Interessensgruppen, hier Einfluss zu nehmen. Und da muss natürlich auch ein Ausgleich gefunden werden. Aber es muss das Wort gelten, dass, wie zum Beispiel in Finnland, 5 Gesetze werden gemacht. Und jetzt werden sie dieses Ministerium so auflösen, dass dieser Prozess pro Ministerium gemacht wird. Ich finde das fantastisch, weil die Finnen und Finninnen diese Gesetze auch mittragen. Und das, also aus dem Herzen, ja, mal mittragen müssen wir jedes Gesetz, das beschlossen wird, aber das aus dem Herzen mittragen. Und das ist eine ganz spannende Situation für die Zukunft, die Digitalisierung uns hier ermöglicht. Okay. Ich würde eine kleine kurze Ergänzung anbringen. Wenn Sie schon darüber nachdenken, im EU-Parlament Dinge ins Gehen zu bringen, vielleicht sollten auch nochmal Revue passieren lassen, dass die Künstler auch wirklich mehr Geld kriegen. Meiner Information nach kriegen Künstler gerade einmal 7% von den Einnahmen eines Musikers sind. Die Frage ist, wo sind die restlichen 90%+? Ist das fair gegenüber den Kunstschaffenden? Weil deswegen haben wir ja das Urheberrecht eigentlich zur Diskussion. Das ist ja die Diskussion des Grundeinkommens. Ja. Nicht nur. Ja, es ist auch eine Frage, wer darf welchen Löwenanteil nehmen. Der Herr Burger hat das, glaube ich, erwähnt, mit dem Absahnen von gewissen Verlagen werden und Gesellschaften. Okay, das hat aber jetzt nicht direkt mit dem Gesetz zu tun, sondern geht es prinzipiell. Aber wenn wir schon darüber diskutieren, könnten vielleicht darüber auch noch diskutieren, machen wir mehr für die Künstler. Ja, die soziale Lage der Künstler ist horrend. Ja, also 7% ist eine Frechheit. Das ist eine andere Diskussion. Wir sind schon jetzt über der Zeit. Ich möchte ganz gerne jetzt die Abschlussrunde einläuten. Und da wird es um Medien gehen. Es tritt oder möchte antreten zur Wahl eine paneuropäische Bewegung namens Volt. Und da habe ich was sehr Spannendes gefunden in deren Grundsatzprogramm, nämlich die wollen eine gemeinsame europäische öffentliche Rundfunk- und Medienplattform schaffen, um den Zugang der europäischen Bürgerinnen und Bürger effektiver zu machen und die Informationsbeschaffung zu sichern. Ja, wie stehen Sie einer solchen Bewegung, einer solchen Forderung gegenüber? Können Sie sich vorstellen, dass das was bringt? Würden Sie sowas unterstützen? Ich fange jetzt beim Herrn Scherer an. Also ganz ehrlich, ich habe den Mehrwert hinter der Forderung nicht ganz verstanden. Okay. Also ich glaube, wir haben ganz andere, also ich habe jetzt auch nichts dagegen oder so, ja, aber ich glaube, dass wir mit allen sich bestehenden öffentlich-rechtlichen Medienangeboten zufrieden sein können und akzeptieren können, dass sie da sind und wir viel eher darüber diskutieren müssen, wie schaffen wir es, dass sie entsprechend geschützt werden, weil ich mir die Tendenz... Auf nationalstaatlicher... Naja, aber das ist ja auch eine europäische Aufgabe, dass ich halt schaue, wenn Nationalstaaten beginnen, öffentlich-rechtliche Medien an die Kandare zu nehmen und jetzt brauchen wir gar nicht über Ungarn reden, weil die Angriffe in Österreich sind, also wenn der Bundeskanzler in einer Pressekonferenz sagt, das ist die ultimative Form der Falschinformation, dann sorry to say, ja, und wir haben auch einen differenzierten Blick auf den ORF und man kann über alles diskutieren, aber das ist eine Grenzüberschreitung, die unfassbar ist. Das heißt, da muss ich dagegen ankämpfen, das heißt, da geht es darum, Medienfreiheit, Rechtsstaatlichkeit garantieren zu können und der zweite Punkt vielleicht ganz kurz noch, weil es ja um Informationsvermittlung geht,
ich meine, da sind wir wiederum österreichisch gefordert. Wir sind das einzige Land, das das Amtsgeheimnis immer noch in der Bundesverfassung stehen hat. Ich kann da mal da anfangen. Ja, wir waren in der letzten Legislaturperiode eigentlich ganz, ganz okay unterwegs. Ich halte es für einen Zustand. Ja. Also ich meine, das beste Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man, es gab bei niederösterreichischen Gemeinderatswahlen, hat einmal, ich weiß, irgendwo im Bezirk Gänserndorf, ein Bewerber für diese, für den Gemeinderat wollte nachher nachfragen, wie viel Vorzugsstimmen er bekommen hat. Und das ist Amtsgeheimnis. Ja, das ist Amtsgeheimnis, das erfahrt er nicht. Ja. Also, das wäre okay, also Sie sehen den Bedarf eher auf nationalstaatliche. Ja, also ich habe jetzt überhaupt kein Problem, wenn das kommt, ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass es der große Hebel ist, um die Welt zu retten. Gut, die EU, also da geht es ja um ein Zusammenwachsen der Nationalstaaten. Wir teilen uns nicht nur denselben Sessel im Plenum, part-time, jetzt haben wir ja komfortabel, jeder hat seinen eigenen Sessel, im Plenum, nein, der Plenum so, hat, im Bundesrat, ja, da haben wir denselben Sessel, also bin immer froh, dass er eine gewisse Größe hat, dass er nicht immer hochpumpen muss. Ja gut, dass die Ladung gesperrt wird. Ja, in den Laden lassen wir uns noch keine Botschaft und keine Zuckerl dahinter. Also das ist also das Allerwichtigste, was wir derzeit in Europa haben. Überall dort, wo rechtspopulistische Regierungen kommen, ist der volle Angriff auf den Öffentlich-Rechtlichen. Wir haben ein Netzwerk, das heißt EBU, Europäische Broadcasting Union. Das ist bereits wo sich die Öffentlich-Rechtlichen, von denen wir ja erwarten, dass sie Standards setzen. Standards der Information, Standards der Recherche in einer Zeit von Fake News und was ich was, ist vor allem das Niveau der Öffentlich-Rechtlichen zu beachten. Wenn ich dann höre, dass Polen, Ungarn und Serbien einen eigenen machen, um gegen deutsche und britische Medienvormacht in Europa anzukämpfen, um die Wahrheit zu, ist das also ein Visegrad-Radio, wo wir uns dann noch vorstellen, diese Bundesregierung noch zutraut, dass es sich da noch anschließt. Nein, schützen wir die Öffentlich-Rechtlichen, dazu braucht man keine Volta-Bewegung oder wie immer sie heißt, dafür gibt es die EBU. Ich vertraue da in dem Fall mehr noch auf den Europarat, weil das ist ja, wo ich zu Hause bin sozusagen, weil da ist das einzementiert, das heißt die gebührenfinanzierte Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen ist eine Resolution mit einer Riesenmehrheit aller Staaten des Europarates angenommen und es soll auch eine entsprechende Richtlinie sein. Nur ein gebührenfinanziertes Fernsehen und Radio ist an sich unabhängig und nicht der Willkür einer Regierung ausgeliefert. Und deshalb nein zu einer Budgetfinanzierung, klares Ja zu einer Gebührenfinanzierung, das hat der Europarat, ich glaube nicht, mit einer 90-prozentigen Mehrheit beschlossen. Und also deshalb, aber auf nationalstaatlicher Ebene? Nein, aber der Europarat hat es für alle Staaten, wo auch Österreich mitgestimmt hat, als ein gemeinsames Minimum beschlossen und ich habe dazu eine Resolution selber vorbereiten dürfen über den neuen Einfluss und die neuen Methoden auf Medienfreiheit Einfluss zu nehmen. Das kann ich nur sagen, ist mit 94-prozentiger Mehrheit angenommen worden. Also man sieht, da vertraue ich dem Europarat mehr als so manchen Nationalstaaten. Ja. Herr Kohler. Ja, soweit gemeinsame Schnittmengen waren in Ansätzen, würde ich den beiden zustimmen vorher, weil damit wir das nicht wiederholen, dann war doch ein klares Bekenntnis, natürlich logischerweise mehr als bei Scherak von Scheinach, dem schließe ich mich an. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das gemeint ist mit der Frage, ich glaube nein. Ich glaube, und die will ja jetzt nicht sagen, die Volt-Bewegung oder wie sie heißt, also ich bin, gerade als Grüner, ja, wir hatten jahrelang was anderes gemacht, zwischendurch war auch Gründungsmitglied dieser immer noch Bewegung, wie ich meine. Diese Bewegung? Grüne. Grüne. Aber das hat insofern einen Zusammenhang, als ich sehr viel Sympathien habe. Ja, ich habe das immer mit Interesse verfolgt, was ja für diese Themen, die hier interessieren, eine interessante Partei war mehr Bewegung, glaube ich, von kurzer Dauer, die Piratenpartei. Also ich schaue da schon mit einem anderen Auge hin, weil wir unsere Erfahrungen haben, was es heißt, sozusagen von den Graswurzeln weg sich einmal was zu erarbeiten, dass man
einmal wahrgenommen wird, dann Beeinflussungen und dann einmal die Grünen hat den Weg in die Parlamente gefunden, wir gerade wieder raus, dann wieder zurück. Aber ich glaube, also ich habe nichts gegen diese Volt, ganz im Gegenteil, ich habe sie auch noch nicht ganz durchschaut, aber ich habe den Verdacht, dass die meinen, mit, das ist nur unglücklich formuliert, mit Rundfunk und Medienplattform, dass das auch die Debatte tangieren könnte, sonst bringe ich es halt jetzt ein, dass man auch über sowas redet, dass es nicht nur Facebook, Google und was der Teufel was gibt, sondern auch andere Plattformen und dann wird es ja happig, sollen die auch öffentlich bereitgestellt werden und dann aber Europa, weil müssen sich 600 Millionen Europäer von einem verhunzten amerikanischen Konzern, und ich spiele mich auch dauernd damit herum, namens Facebook, die Regeln vorgeben lassen. Nimmst du aber nicht teil, bist du draußen. Warum? Weil das ein klassisches weltweites Monopol ist. Ja? Da geht es nicht mehr nur darum, was wir im Kleinen haben und leitungsgebunden und von da bis Vorarlberg. Ja? Das ist ja überhaupt, das ist ja sozusagen... Du musst das, das nicht ja, na, vor allem muss man nicht. Das ist ja der Punkt. Nein. Ich bin auch nicht auf Facebook. Aber das ist ja die falsche Antwort trotzdem. Weil wenn es so ist, dass die Gesellschaft sich einbildet, zumindest eine bestimmte Schicht, ich meine, die Jungen sind eh schon wieder ganz woanders, aber es ist halt die nächste Plattform da, die im Übrigen auch meistens von den gleichen alten Großen gesteuert wird. Das ist die Macht der Welt. Nicht nur, weil es keine Steuern zahlen, das ist schlimm genug, aber auch sonst. Und jetzt stellt sich schon die Frage, wenn es so ein Bedürfnis gibt und die Technologien sind da, ob man nicht auch als öffentliche Hand, ich meine, Fernsehen und Radio ist ja auch so entstanden, dass das öffentlich angeboten wurde. Ja? Und irgendwann sind die Privaten dazugekommen etc. Nur da ist es umgekehrt. Aber wenn es so ein Bedürfnis gibt, dass die sozialen Medien und alles, was da drüber läuft, ja eigentlich die alten Medien ablöst. Ich meine, ich weiß noch nicht, warum die sozial hassen, weil die sind meistens antisozial. Das ist ja, darum ging es ja genau. Und ich habe da diese Kapitel des Buchs von Milborn vor Augen, die sich auch mit dem beschäftigen, mit ihrem Co-Autor ja, von Puls 4. Ob es nicht sinnvoll ist, nachzudenken, und das wird eben ins Utopische verwiesen, nachgeradezu, dass wir in Europa sowas aufstellen, also für mich wäre das interessant oder richtig gedacht zumindest, ob es herbringt, ist, da kenne ich mich noch zu wenig aus, aber es wäre, finde ich, ein vernünftiges Ziel, dieses Bedürfnis der Menschen, sich auf sozialen Plattformen auszutauschen, auch so befriedigen zu lassen, dass öffentliche Anbieter des machen, von mir aus auch private in Europa, die aber nur ganz anders reguliert sind als Facebook oder reguliert werden können, um dieses eben zu bedienen, wenn es ein Bedürfnis ist. Ja, ich weiß, da beschäftigen Sie mehrere, das wäre eine gigantische Wirtschaftsinvestition. Die Frage ist, ob man das da hilft, weil da sind wir bei den natürlichen Monopolen, weil du musst einmal mit einem gigantischen Aufwand das in die Höhe schießen, dass hier genügend mittun. Ne? Ähnlich, also da deckt sich das dann wieder mit den anderen Themen. Aber vielleicht, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht meinen die auch das. Und wenn diese es, das würde ich Ihnen zutrauen. Und wenn Sie es, ich habe meine Sympathie für solche Bewegungen ausgedrückt, wenn Sie dann oft Konkurrenten werden. Aber wenn Sie es nicht meinen, dann meine wenigstens ich das und andere auch. Schulmeister, Milborn und ähnliche. Und ich glaube, das ist ein lohnenswertes Thema. Ich verstehe nur nach wie vor zu wenig davon. Es ist ein gigantischer ökonomischer Aufwand, aber gesellschaftlich sinnvoll schiene mir das schon, weil einerseits gegen dieses Überprivate und dann noch, ich bin nicht anti-amerikanisch grundsätzlich, aber mit einem Konzern, der derart mit dieser amerikanischen Tradition des Unregulierten, ja, wo zwar ein halber nackter Busen rauszensuriert wird, ja, aber jede faschistische Scheißideologie durchgeschalten wird, bis zu euch hinein, das ist pervers. Und da soll man nichts Besseres erfinden dürfen. Also, vorwärts. Das, wenn die das meinen, dann haben sie meine Sympathie und ich hoffe, das Argument kommt da drinnen noch. Herr Handler? Ich könnte zu Facebook jetzt auch sehr, sehr viel sagen, aber ich glaube, da könnte man fast eine eigene Diskussionsrunde machen zu dem Thema. Zu der konkreten Frage von Volk, und ich habe mir das angeschaut im Programm, das ist ein 2-3-Zeiler. Das ist für mich relativ wenig herauszuhalten, um es ganz kurz einmal zu sagen, nein, ich brauche keinen europäischen ORF, das brauche ich nicht. Okay. Ich weiß, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen allein der Meinung. Aber es gibt Alte, gibt es zur Empfehlung. Ja, ich möchte nur eines sagen, da schließe ich zur Bildung an, mache das mit einem kleinen Beispiel. Es gehört alle Medien, transparent, wer, wen gehören sie?
wer finanziert sie, ob jetzt Werbung oder aus welchen Gründen, woher kommt das Geld? Das sollte mal jeder wissen. Parteien genauso. Ja, natürlich. Ja. Da komplett transparent und dann die Bildung, dass man den Leuten sagt. Und ich mache es jetzt absichtlich ein komplett unpolitisches Beispiel. Ein Landwirtschaftsmagazin hat als Hauptsponsor eine Motorsägenfirma. Dann sage ich, dem Magazin, wenn ich das lese, dann glaube ich, wenn sie schreiben über Borkenkäfer, über irgendwelche landwirtschaftlichen Techniken. Aber wenn die einen Produktvergleich machen über Motorsägen und ich habe da einen Hauptsponsor drin, dann hinterfrage ich und sehe das sehr kritisch. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, was für ziemlich alles gilt. Wem gehören die Medien, wer finanziert sie und dann schauen wir mal, was sie schreiben und gewisse Sachen hinterfrage dann und gewisse Sachen kann ich ernster nehmen. Okay. Kurz und bündig. Wenn ich habe jetzt meine Perspektive daraus gelesen, wenn es darum geht, das Wort Informationsbeschaffung steht drinnen. Ja. Ich glaube, gerade auch für meine Generation ist Brüssel sehr weit weg. Also wenn es um Informationsbeschaffung geht, dann bin ich bei Ihnen, wenn es darum geht, Brüssel greifbarer zu machen, dass man zum Beispiel weiß, was wird im Rat wirklich wirklich nicht nur besprochen, sondern abgestimmt. Da wissen wir es im Moment nicht. Wenn Abgeordnete im Europaparlament abstimmen, wir sehen zwar die Abstimmung, aber wir wissen nicht, welche Lobbys dahinter stecken. Wenn solche Plattformen zu mehr Transparenz für das führen wird, okay, ja, dann hat es ein Ja von meiner Seite. Also wenn es zu mehr Transparenz führt, was in Brüssel und im Parlament politischen Prozessen. Genau, politische Prozesse, ja. Entscheidungen, wer steht dahinter? Bestes Beispiel heute Uploadfilter. Also ich glaube, da will ich auch wissen, wer steckt dahinter. Wenn eine solche Plattform zu sowas führen würde, ja. Aber ich glaube, dass wir gerade, und das sehen wir in Österreich da, gerade auch kämpfen, wenn es um Rundfunk geht, wenn es um staatliches Fernsehen geht. Wir haben da gerade auch einen Kampf, der gerade passiert und da müssen wir, glaube ich, gerade hier stark bleiben und ich glaube auf europäischer Ebene, ich habe nicht ganz verstanden, was Sie mit dem Vorschlag meinen. Geht es jetzt in Richtung auch einem eigenen Facebook für Europa? Geht es um eine Plattform an sich? Also ich glaube, die müssen sich ganz ja, es war, also soweit ich das gelesen habe, war das wirklich eine breite Medienplattform. Also so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit Internetplattform, also mit digitalen Möglichkeiten, nur halt auf EU-Ebene. Also so eine Zukunftsvision. Ich glaube, das ist ja eine Vision an sich geschuldet. Visionen sind ja oft sehr verschieden zu interpretieren. Ich glaube, natürlich kann man sich, ich wünsche mir eine Europäische Union, die zusammenwächst. Also da bin ich auf jeden Fall bei Volt, wenn das jetzt Ihre Vision in der Form ist. Ich glaube, da müssen wir uns nicht nur im Medienbereich, sondern in anderen Bereichen anschauen, wie wir da mit anderen europäischen Ländern besser zusammenarbeiten können, weil die künstliche Intelligenz ist oder Machine Learning ist nicht etwas, das nicht kommen wird, sondern es ist bereits da und da müssen wir als Europa viel stärker auftreten, das heißt, da müssen wir zusammenwachsen. Also ja. Es gibt Themen, da müssen wir zusammenwachsen, das wird sicher auch im Medien- und der Technologiebereich in vielen anderen Bereichen der Fall sein. Mhm. Ja. Ich sehe jetzt Facebook, ob das jetzt Facebook ist oder europäisches Facebook ist, nicht so wirklich als Thema. Das, was mir jetzt ein bisschen fehlt, ist, wie schaffe ich es mit der sozialen oder mit der Internet-Apathie meiner Kinder umzugehen. Weil ob ich jetzt in Facebook bin, in YouTube oder in sonst irgendwas bin, ja, mit dem Breitband, meine Kinder haben immer und überall genug Download, ja, es haben genug Möglichkeiten, sich irgendwas anzuschauen, reinzuhängen aus dem Hier und Jetzt, aus der realen Welt, in die virtuelle zu gehen. Ich schließe mich da nicht aus. Ja. Wie schaffe ich damit umzugehen? Weil das ist eigentlich das, was in der Schule genauso ein Thema ist. Ja. Weil wenn wir natürlich alle Laptops haben, du weißt eigentlich nicht, wo ist er jetzt genau drinnen. Ja. Recherchiert er gerade, haben wir bei Lehrlingen wahrscheinlich genauso. Da habe ich nur zu wenig Einblick. Und im Berufsleben genauso. Ja. Dieses Abklicken, das Abdriften von dem Hier und Jetzt in das Wir haben es jetzt da gehabt, ja. Das ist sicherlich die Hälfte der Erinnerung hat kurz einmal da ins Handy geschaut, kurz einmal bei Facebook, ja, da mal ein Foto gemacht, die haben einen Parkschein gemacht, ja, wir driften von hier und jetzt ab. Das sehe ich als soziales Problem. Ich habe jetzt nur antworten, getwittert auf das, was Digital da jetzt da hier reinkommt. Aber was ist die konkrete Frage? Für die Kinder. Wie gehe ich damit um? Für Sie und für Ihre Kinder?
ich rede jetzt nicht einmal von den möglichen Schäden, weil die sehen wir ja seit 10, 15 Jahren, halb in Augen oder was auch immer. Ja? Von denen rede ich jetzt nicht einmal. Aber wie gehe ich selbst damit um? Ich weiß nicht, bei meiner Mutter mal, ja, der hätte man wahrscheinlich nicht mehr ausgekauft, danke wieder. Ja. Okay. Gewalt wollte ich nicht mehr so in der Familie vorführen. Ja. Ich kann dazu was sagen. Zum einen ist jetzt einmal Kinder, muss man über das Alter gehen. Ab wann ist es wirklich sinnvoll, dass die Kinder Tablets kriegen? Also ich finde es immer erschreckend, wenn ganz kleine Kinder schon ganze Zeit darauf rumtippen. Es gibt da Hirnforschungen dazu, dass sie sagen, ab 7. Da gibt es verschiedenste Theorien, ich bin jetzt auch keiner. Da muss man mal schauen, da müssen die Eltern entscheiden, und das ist die letzte Entscheidung bei den Eltern, wie viel Konsum, wie lange, ab wann dürfen sie das haben. Das andere, wo sind sie? Da gibt es schon Technologien, wo sie als Erwachsene Überwachung Horror finden wird, aber Kinder überwacht man ja überall. Also man schaut ja nicht eben im kompletten Lebensbereich, und ich finde, da ist auch wichtig, dass die Eltern die Kinder mit verschiedenen Apps, was gibt oder Zugangsbeschränkungen, man hat ja auch auf die verschiedenen Plattformen dann schon eigene Kindereinstellungen und so weiter, und das muss man als verantwortungsvoller Eltern da kontrollieren, und da muss man sich um die Technologie kümmern, dass man es hat. Das Wichtigste ist schon nur das Reden in einer Familie. Ja, und das Wichtige ist noch immer das Vorbild. Ich bin meiner Mutter nicht sagen müssen. Es gibt schon Eltern machen auch indirekt ein pädagogisches Vorbild ab. Ja. Wenn man manchmal junge Leute beobachtet mit ihren Kindern, die ganze Zeit spielen, die Kinder keinen Kontakt, keinen verbalen Kontakt zum Kleinkind, wachsen da zwei völlig in eine Isolation hinein. Und das fördert sozusagen die weitergehende soziale Ausgliederung oder soziale Unfähigkeit, nicht mehr auf einen Spielplatz zu gehen und sich zwei, drei Leute zu suchen, mit denen man vielleicht irgendein Spiel machen kann, sondern alles nur mehr für sich alleine. Und das hat natürlich einen Impact auf die Gesellschaft. Das ist eine Form der Individualisierung und Desozialisierung und Entsolidarisierung, weil man sowieso immer nur mit seinem Kastel, mit seinem Handy und was ich was. Und deshalb ist es wichtig, dass man redet. Eine Gesellschaft, die nicht miteinander redet, eine Jugend, die nicht liest, das ist hart. Ja. Okay, die Frau Cox wollte sich noch zu Wort melden. Ich habe einen 18-jährigen Bruder zum Beispiel, und ich kann das ja, ich habe keine eigenen Kinder, aber ich kann das sehr nachempfinden, weil ich schon noch Momente habe, wo ich Frustration bei mir selber spüre und man denkt, warum redest du nicht mit mir, warum redest du jetzt? Also es schwer ist, da über so wegzukommen, aber, und das Spannende ist auch zum Beispiel, das World Economic Forum hat gerade als die drei größten Challenges, die wir weltweit haben, ist Einsamkeit eines davon. Ja. Und das Spannende ist schon, wo wir gerade hingehen, was das Thema, was heißt Einsamkeit? Das heißt, dass man das Gefühl hat, mit sehr vielen Menschen hier verbunden zu sein, aber im Endeffekt ist man noch immer alleine. Und ich glaube, dieses Realität versus Virtualität, auch, glaube ich, diese Bildung, die nicht nur die Schule machen kann, ich glaube, da muss man in der Familie auch tacheles reden, in Vertacheles reden. Genau, das ist das, wo mir da... Ich glaube, da gibt es keinen Menschen. Also ich kann es eigentlich, man wird auch in die Psychologie, also ich komme auch ein bisschen aus der Psychologie, und also da, dass es schon ganz stark darum geht, Vorbildwirkung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich am Handy hänge, dann hängt mein Bruder, dann hängen die anderen Leute um mich herum auch am Handy. Zweitens, es geht ganz, was suchen Kinder und Jugendliche? Nicht natürlich Informationen, Spaß und so weiter. Ich glaube, Alternativen sind gut. Und drittens, man kann sich nicht der Realität, muss man sich auch stellen, weil es ist spannend. Und das ist auch das zweite Zuhause von den Kindern. Und ich glaube, da ansprechen. Also ich glaube, da gibt es kein Rezept dafür. Ich glaube, das ist etwas, wo wir alle damit strugglen, genauso in der Politik. Ich glaube, da gibt es im Moment noch, das ist eine neue Lebensrealität, in der wir uns befinden. Ja. Wie ist Ihr Unternehmen? Wie ist Unternehmen mit Lehrlingen? Ich glaube, das ist nicht wirklich ein Thema der EU. Vielleicht tauschen Sie sich nachher über das Thema aus, aber das hat jetzt mit der EU eigentlich relativ wenig zu tun. Ich verstehe schon, dass Sie das adressieren wollen, aber vielleicht. Okay, gibt es noch Fragen zum Thema? Dann würde ich, wir sind eh schon weit über der Zeit, dann würde ich die Runde jetzt beenden, mich bedanken. Ich hoffe, Sie haben neue Erkenntnisse gewonnen. Und wie gesagt, wenn Sie noch Fragen haben, ich glaube, die Podiumsgäste stehen vielleicht noch ein paar Minuten zur Verfügung. Wenn Sie Zeit haben, wenden Sie sich direkt an Sie. Ja? Danke sehr.